Es ist wieder mal soweit. Sie alle kennen Johannes Beten. Wir nennen ihn nur Johannes. Johannes Beten, ein Freund des Hauses, ein engagierter Freund, der nicht nur der Freund dieses Hauses ist, sondern eine ganze Fanclub hat hier in dieser Stadt und weit darüber hinaus. Der lehrt in Porto, aber hier ein segensreiches Institut betreibt. Der Titel Heilung als Weg lässt einen schon ahnen, was da vor sich geht. Es geht um Bewusstsein, es geht nicht um das Ziel Heilung, diese Fiktion, dass man letztendlich aus der Krankheit startet und dann wieder mal wieder gesund ist. Das ist, glaube ich, nicht gemeint, sondern sie werden auf eine Reise mitgenommen, wo die größte Botschaft ist, dass es eine Reise ist, dass man sich selbst sozusagen mit seinem Körper so sehr beschäftigt, dass man schließlich weiß, was er am ehesten will, um gesund zu bleiben. Das ist etwas, was nicht neu ist, sozusagen für die Europäer, schon gar nicht für die Asiaten. Der Begriff Dao ist, wie Sie wissen, ist ein sehr prominenter Begriff, hat im Westen aber durchaus Parallelen. Insofern ist es ein Bewusstsein, was uns alle eigentlich schon gar in der individualisierenden Medizin schon eine ganze Weile uns voranbringen will. Und ich glaube, heute Abend haben wir jetzt wo überall der Heuschnupfen anfängt, ist es allemal klar, dass wir die Worte von Johannes brauchen. Herzlich willkommen. Guten Abend. Das waren salbungsvolle und gelungene Worte. Vielen Dank, lieber Jakob. Heilung als Weg. Warum gerade dieser Titel? Ja, ganz klar, Heilung in der Medizin, das ist die Wiederherstellung eines Ausgangszustands. Wenn es klappt, nennt man es Heilung. Wenn es nicht klappt, nennt man es Defektheilung. Und Punkt. Und Heilung als Weg ist ja was anderes, denn das bedeutet ja, dass sozusagen der Weg fortgesetzt wird. Und dieser Weg ist in uns eingeboren, das mindestens glaubt ein großer Teil dieser Menschheit. Er glaubt es, weil Gott für sie eine Kerze im Himmel angezündet hat mit ihrem Namen drauf. Oder er glaubt es, weil die Fortuna, also die römische Göttin, ihnen ein Lebenslos zugeteilt hat. Und Goethe sagte selber, dass der Zeitpunkt des Todes vorbestimmt sei, aber ein guter Arzt könne vieles daran tun, wie man diesen Punkt erreiche. Das ist also gar nicht sozusagen etwas unserer Kultur Fremdes. In der chinesischen Medizin aber gibt es ein anderes Begriffssystem. Und deshalb ist der Kontext ganz interessant, den wir hier verwenden können. Und vielleicht sagt der eine oder andere Aspekt dieses Kontextes Ihnen zu. Und dann können Sie den vielleicht, und nur wenn Sie wollen, übernehmen. Sie selber sehen, wenn Sie genauer hingucken, auch ich bin kein Chinese geworden und auch kein homöopathisches Urmonster, das in Bad Urach die Globuli schüttelt. Aber ich liebe beide Arten der Medizin und die westliche Phytotherapie ganz genauso. Und ich will hier keinen Vortrag halten, der ausschließlich über chinesische Medizin ginge. Dazu ist das Thema der Heilung eigentlich viel zu groß und viel zu umfassend. Man sollte sich vielleicht an die Kernthese unserer ganzen Arbeit hier erinnern, das Beste aus zwei Welten. Und damit meinen wir, wir wollen aus der Welt unseres Kontinents und der Welt anderer Kontinente sozusagen das Beste, Passendste entnehmen. Und wir glauben, dass die systematisch
und zielgerichtet sein muss, mit einem westlichen Verständnis für Qualität, von Arznei, von Diagnose, von Sicherheit und vielleicht mit ein paar inspirierenden und erhellenden Gedanken von woanders, wenn sie denn hilfreich sind. Und deshalb dieser Titel, den Jakob Köllhoff so nett für mich einführt. Viele Fragen werden übrig bleiben nach diesem Vortrag und ich wollte Ihnen Internetadressen nennen, wo Sie das sich noch einmal angucken können. Ein Vortrag hier aus dem Hause, übrigens ist bei der Teleakademie beim SWR eingestellt, da können Sie die Grundlagen der Chinesmedizin in einfacher Form nachvollziehen. Und natürlich können Sie auf die Internetseite der Deutschen Gesellschaft für TCM gehen, um mehr Material zu bekommen. Und ganz besonders freut es mich, dass wir in der Wissenschaftssendung Odysseus jetzt zum zweiten Mal abgebildet wurden, jetzt auch mit einem ganzen Porträt der Arbeit, die wir machen, vor allem mit der ersten doppelverblindeten Akupunkturstudie für klinische Akupunktur, die wir durchgeführt haben auf der ganzen Welt, das ist schon ein bisschen her. Und das ist aber insofern ein Wendepunkt, dass die Doppelverblindung eben erst die richtigen Experimente mit richtiger Beweiskraft zeigt. Vorher haben Sie, wenn Sie nicht verblinden können oder doppelverblinden können, mehr so eine Meinungsäußerung mit statistischer Stützung, aber keinen Beweis einer guten Lösung. Nun, das ist alles schon lange auf dem Markt, da können Sie es hören. Und deshalb, weil wir hier so ein Gebiet von Kontinenten und von Geisteswelten bescheiden, möchte ich Ihnen gerne eine Schlüsselfrage vorab stellen, die uns eigentlich auf diese ganze Reise begleiten wird. Es ist die Frage, sind Emotionen eigentlich Bewertungen von Objektbeziehungen? Oh, schlimmer Satz, nicht wahr? Also Objektbeziehungen, das ist das, was die Psychologen verwenden dafür. Sie sind ja ein Subjekt und in Ihnen, innerhalb von Ihnen, das gehört alles zu diesem Subjekt. Aber wenn etwas außerhalb von Ihnen ist, dann ist es Ihnen unterzogen, dann ist es ein Objekt. Zum Beispiel Ihre Mutter ist das erste Objekt, das Sie sehen. Und nun gibt es eine Bewertung, so sagt die Psychologie des Westens, dieser Objektbeziehung. Und weil das so ist, also Sie bewerten eine Beziehung, haben Sie dann ein bestimmtes Gefühl. Oder aber ist es so, Emotionen entstehen aus dem Körper als Teil der Homöostase. Das mag dem einen oder anderen jetzt fremd vorkommen, aber so fremd ist das nicht. Es ist auch unsere Medizin bis um mindestens 850 bis 870, aber auch noch in weiten Teilen des 20. Jahrhunderts davon geprägt worden, dass die Emotionen etwas mit Organgebieten und Regionen von Organen zu tun hätte. Und erst nachdem man wusste, wie man eine Milz entfernt, weil es die Betäubung gab, hat man herausgefunden, dass man auch ohne Milz denken kann. Woher war das in dem Hirn? Aber es gibt auch Leute, die mit Milz nicht denken. Diese Frage gleich vorweg zu beantworten. Ich hörte gerade, dass hier oben drüber unser lieber Wissenschaftsminister Theresia Bauer gerade residiert. Ich hätte sie gerne noch selber getroffen, ich habe hier studiert. Aber mir kommt das ja auch immer so vor, diese Regierung so ganz vorbildlich, bei der Inklusion. Ganz vorbildlich. Man merkt überhaupt jetzt nicht mehr, wer da eigentlich geistig behindert war am Anfang. Das ziehe ich jetzt zurück. Also, gehen wir nochmal zurück zur Emotion. Das ist die Kernfrage, um die es hier eigentlich geht. Das ist hier die Kernfrage. Ist es eigentlich eine Bewertung unserer Beziehung? Oder aber ist das etwas, was aus uns herauskommt und dann quasi nur auf die Beziehung übertragen wird? Ganz schwierige Frage. Und jetzt möchte ich gerne meine Gliederung vorstellen. Der erste Teil geht über die Sehnsucht nach Heilung und dem Selbstverstehen. Das ist etwas zutiefst überall vorhanden ist, etwas zutiefst ubiquitär vorhanden ist. Überall, wo sie hingehen, wollen Menschen geheilt werden. Und der zweite Teil
da geht es um Heilung als Weg. Nämlich wie die Seinserfahrung besteht und wie das in einer ja sogar mathematisch nachvollziehbaren Weise zu einer Bilanz der Emotionen kommt, die man im ganzen Leben hatte. Wir vertreten hier, dass diese Emotionen nicht zufällig entstehen, sondern in einer vorab bestimmten Reihenfolge und zwar damit in einem Rhythmus. Dieser Rhythmus ist also eine Reihenfolge. Und dass man daraus ein Sinngefühl erfährt, dass man quasi, je mehr man den emotionalen Zirkel, alle Emotionen durchflossen hat, durchgangen ist, dass man diesen immer mehr kennt und damit auch sozusagen eine runde Seinserfahrung hat. Wir wollen das auch mathematisch ein bisschen anschauen, denn es gibt interessanterweise schon ein mathematisches Modell. Damit spielt auch eine Rolle, dass Symptome einem manchmal den Weg leiten können, den Weg zeigen können. Das ist wichtig, denn wir sind alle mal krank und vielleicht hat es ja einen Sinn. Ein Freund von mir sagt einmal, Krankheiten sind zum Heilen da. Stimmt, sie heilen manchmal das Innere. Es gibt Momente, wo sie die Grippe brauchen oder wo Gott ihnen eine Grippe schickt. So könnte man das auch verstehen. Heilung ist also nichts, was von Anfang an gedacht war als ein autonomer Vorgang, den sie in sich haben. Sondern von Anfang an haben die Menschen gedacht, dass Heilung auch etwas mit höheren Instanzen zu tun hat, je nachdem, welches Weltbild sie nun verfolgen. Und hier bin ich nicht der Schiedsrichter über die zutreffenden und nicht zutreffenden Weltbilder, sondern das ist eine ebenfalls ubiquitär, also in allen Kulturen anzutreffende Eigenschaft von Heilung. Dass Heilung eigentlich nie gedacht wird als etwas, was einen Menschen alleine angeht. Und als einen weiteren Teil würde ich Ihnen vorstellen, Wandel, der von innen kommt. Damit meine ich nicht nur den Wandel als Weg, sondern auch einen Wandel ihrer Eigenschaften. Es gibt die Möglichkeit, dass sie ihren Lebensweg anders gehen. Vielleicht will das ja der eine oder andere. Sind ja vielleicht auch nicht alle zufrieden mit dem Lebensweg, den sie gehen. Nein, eigentlich muss ich feststellen, die meisten Menschen, die zu mir kommen, haben Fragen an ihren eigenen Lebensweg und den Sinn ihres Seins. Und das hat durchaus mit der Krankheit zu tun. Das ist die Gliederung. Und nun wollen wir uns nach diesem ersten Abschnitt, die Sehnsucht nach Heilung und Selbstverstehen, ein bisschen umschauen. Nun, die Herkunft des Wortes Heil und Heilung in den germanischen Sprachen kommt eigentlich von ganz oder rund. Whole steckt da drin, whole, heil, hail. Also das hat auch was mit der Vorsehung zu tun, mit günstigen Vorzeichen. Es ist also auch wie das Glück auf, ein Glückswunsch. Er ist natürlich dann in nicht zu beschreibender Weise missbraucht worden zum unberechtigten Personenkult. So dass wird das Wort Heilung fast immer mit der zweiten Assoziation im Leibe hören können. Aber eigentlich ist natürlich eines der schönsten Worte, die wir haben. Und diese Ganzwerdung, die müssen wir uns so vorstellen, dass wir in ein eingeborenes Streben haben nach Ganzwerdung, aber selten ganz sind. Das heißt, wenn wir krank sind, fühlen wir uns eben unrund, nicht ganz, nicht vollständig. Es fehlt einem etwas. Fehlt dir etwas? Das sagt man, wenn man denkt, der andere wird gerade krank. Fehlt dir etwas? Das ist also bis in das Idiom hinein erkennbar. Und neben dem körperlichen Befinden, das wir da meinen, gibt es dabei das Streben auch einer emotionalen Kongruenz. Damit meine ich eine Stimmigkeit, ein Übereinstimmen sogar von Flächen, wie wir später sehen werden. Aber Kongruenz ist nicht nur im emotionalen Bereich da, sondern auch in den Rollen, die wir haben in der Gemeinschaft der Menschen. Füllen wir sie aus? Sind wir gefragt in unserer Rolle? Haben wir die angemessene Rolle? Man könnte sagen, das körperliche Wohlbefinden, das wäre ein biologische Heilung und
die Sehnsucht nach dem emotionalen Ausgleich eine psychische Heilung. Aber dass dies hier mit den Bezugsgruppen vielleicht eine Art soziale Heilungsdimension darstellt. Und das ist wirklich etwas ganz Wesentliches. So bekommen Frauen nach Scheidungen in einem gewissen Zeitabsatz gehäuft Brustkrebs. Kein Zeichen dafür, dass eine globale Zufriedenheit vorliegt mit dieser Situation. Das heißt, es gibt auch Funktionen, zum Beispiel in Familien, die sind lebenswichtig. Und das ist eingeboren, glaube ich. Das möchte ich Ihnen später auch zeigen. Aber auch die Sehnsucht nach einem Sinngefühl und sogar einem objektiv vorhandenen Sinn des eigenen Daseins ist etwas, nach dem wir uns sehnen. Und deshalb heißt dieser Abschnitt die Sehnsucht nach Heilung, weil wir das Streben nach dem Ganzwerden, nach der Kongruenz, nach der inneren Stimmigkeit haben. Und dieser Begriff der inneren Stimmigkeit wird uns auch begleiten, weil wir sehen, dass es verschiedene Arten von Denken und Fühlen und Handeln gibt, auf verschiedenen Ebenen des Gehirns und mit verschiedenen Mechanismen zur gleichen Zeit parallel ablaufen, weshalb Menschen schrecklich widersprüchlich wirken können und es häufig auch sind. Ja, es ist die Widersprüchlichkeit der Menschen bereits in die Menschen eingebaut. Und auch das werden wir uns hier genauer ansehen. Nun, manchmal halte ich einen Vortrag und stelle diese Folie vor allem und sage, bevor ich was sage, gucken Sie da mal drauf. Das ist das am besten gehütete öffentliche Geheimnis der westlichen Medizin. Es geht um eine Studie. Und diese Studie zeigt Symptome in absteigender Häufigkeit. In der Originalstudie sind es noch 10 mehr, also wäre es ein bisschen zu unübersichtlich geworden. Und die gehen in die Ambulanz, eine Walk-in-Klinik in einer amerikanischen Universitätsklinik, also sowas wie unsere Ambulanz, und dann entscheidet der Arzt da drinnen nach Labor und allem, was er machen kann, ist da was organisch messbar? Ist da ein messbares Korrelat? Korrelat heißt, nicht nur irgendwas ist messbar, zum Beispiel ein hoher Blutzucker, sondern es muss auch mit Ihren Beschwerden, zum Beispiel mit Schmerzen zu tun haben. Und Diabetes macht selten Kopfschmerzen. Also da wäre zum Beispiel der erhöhte Blutzucker kein Korrelat der Kopfschmerzen. Also hat der erhöhte Messwert auch was zu tun. Wir erinnern uns, wir sind in dem Zeitalter, in dem unsere moderne westliche Medizin, die viel Gutes leistet, den großen Grundsatz, den großen Traum eigentlich von der Evidence-Based Medicine zum sakrosankten Dogma erklärt hat. Das hat viele gute Gründe. Aber hier sehen wir etwas Erstaunliches. Der jeweils blau gezeichnete Anteil ist der Anteil bei den entsprechenden Beschwerden, bei dem man ein messbares Korrelat der Beschwerden hat. Schauen Sie noch einmal ganz genau hin. Es sind etwa 15% der Patienten, die ein messbares Korrelat der Beschwerden haben. Das heißt, ich habe 85% der Patienten, nach manchen Studien noch 90%, und diese Patienten, bei denen habe ich überhaupt keine veränderten Messwerte. Wer von Ihnen ist nicht schon einmal zum Arzt gegangen und sagt, ich fühle mich so, wie es ist, nehmen Sie mir doch mal Blut ab. Bei wie vielen von Ihnen ist da was herausgekommen? Es ist eher eine Minderheit, bei denen das der Fall ist. Dann kriegt man umständlich erklärt, wie die Risikofaktoren und das Cholesterin sind. Aber meistens ist nicht das dabei, was man gesucht hat, warum man sich so mies gefühlt hat. Also das ist ein Problem, denn die Sehnsucht nach Heilung beginnt natürlich auch erst einmal damit, dass das Symptom lästig ist und weg soll. Und dazu brauche ich eine Diagnose. Eine Diagnose ist eine Handlungsanweisung. Habe ich die Diagnose? Kann ich was tun. Habe ich die Diagnose nicht, ist mein Handeln nicht vorbestimmt. Ich könnte also, was ich gerne tue, weiße Zuckerkügelchen geben, die man Homöopathie nennt. Wirkt super. Ich könnte Kräuter geben, wird super, aber ich könnte auch was anderes tun unter der Annahme, dass. Und je nachdem, zu wem Sie gehen, folgen Sie auch in seinem Glaubensbekenntnis an die Maßnahmen. Und das ist auch einer der Gründe, warum in der Regel die Mütter in den Familien aussuchen, zu welchem Arzt sie gehen, in welche Kirche man geht,
und sogar noch andere Glaubenssätze. Ne? Bei uns in Meyers trägt man eben rotkarierte Röcke. Das sind solche stilistischen Fragen, die mit der Gesamtlebenseinstellung, den Innenmerkmalen einer Familie zu tun haben. Nun, das Interessante ist, welche Rolle hat denn jetzt die konventionelle Medizin bei der Heilung von Beschwerden, ja überhaupt bei der Heilung? Und jetzt sehen Sie, dass die Sehnsucht der Menschen nach diesem Ganzwerden durch die Medizin eigentlich nicht besonders gut gedeckt wird. Sie leistet vieles, wir können fantastische Herzinfarkte behandeln und Blinddarme zupfen und ähnliches. Und das ist nicht zu unterschätzen, wir haben die Lebensspanne verlängert, die Hygiene hat dazu das meiste beigetragen. Es ist wunderbar, was da möglich ist, aber Heilung in dem Sinne, den wir uns ersehnen, gibt es hier selten. Denn Sie wissen ja, 9 von 10 Symptomen heilen auch ohne den Arzt ab. Also 9 von 10 haben keine messbaren Korrelate, aber andere 9 von 10 vermutlich heilen sowieso ab. Und deshalb behält der Arzt recht, egal welcher Philosophie er folgt. Weil Gott sei Dank die Menschen ziemlich stabil sind und sogar die Medizin aushalten. Nun, Sie wissen es selber aus dem Sprichwort, eine Grippe dauert eine Woche, aber mit Arzt braucht sie nur 7 Tage. Und dann erkennen Sie, dass bei aller Hochachtung, die wir berechtigterweise für die konventionelle Medizin haben, diese Sehnsucht nicht gestillt wird nach Heil, nach Heilung, nach Ganzwerdung. In diesem umfassenden Sinn, und deshalb ist auch in diesem Sinn so gut wie niemand vollständig gesund. Aber einigermaßen gesund könnten sie schon sein. Nun, von diesen 10%, die nicht gesund werden, werden einige chronisch erkrankt und 60-80% der Patienten suchen jetzt eben nicht konventionelle, komplementäre Medizin, meistens on top of it, wie man so schön sagt. Sie nehmen also zusätzlich Medikamente und in der Regel ohne Wissen der Ärzte, die übrigens auch gelegentlich gar nichts mit dieser Angabe anfangen könnten, wenn sie ein besonderes Wundermittel aus dem Internet bestellen, wovor sie Gott behüten möge. Denn diese Mittel sind häufig schlecht dokumentiert, mit falschen Heilsversprechen versehen, von mieser Qualität und Schadstoff belastet. Machen Sie es also nicht. Kaufen Sie, wenn, dann Medikamente da, wo man die Identität der Substanz, aber auch die Reinheit der Substanz verpflichtend nachweisen muss. Das ist die Apotheke. Kostet mehr, ist aber besser. Gut, deshalb gehen viele zur Komplementärmedizin. Die chinesische Medizin ist nur ein Teil der komplementären Medizin, aber sie ist sehr groß, denn insgesamt werden 800 Millionen Menschen auch außerhalb Chinas mit diesen Methoden jährlich behandelt. Eine Außenseitermedizin kann man also nicht dazu sagen. Sie ist hingegen die quantitativ größte dieser komplementären Methoden. Das ist einer der Gründe, sie sozusagen als ein ergänzendes Modell zu nehmen. Sie erinnern sich, das Beste aus 2 Welten. Aber so richtig auf den Einzelnen zusammenfügen, dass es auch weder schadet noch gefährlich ist, womöglich und die Beschwerden am besten lindert. Und da gibt es die Theorie davon, dass die chinesische Medizin gar nicht so mystisch ist, wie man das manchmal hört. Sie kennen so die spöttische Rede von der chinesischen Medizin als die Brigitte-Medizin, also Yin und Yang, Yin sind Frauen, Yang sind Männer, da reden wir es also. Das hat die Brigitte lange verlassen, aber es gab mal sowas, wo man so ein bisschen, sag ich mal, weniger präzise über das gesprochen hat, worum es eigentlich gehen könnte, weil der Kenntnisstand im Westen noch sehr klein war. Ich stelle Ihnen hier das vor, was wir in Heidelberg entwickelt haben. Ich war von Anfang an gern dabei und das ist eine Diagnose aus 4 Bausteinen. Diese Diagnose der Medizin besteht also aus einer Konstitution des Patienten, denn die Diagnose muss ja eine Zustandsbeschreibung sein. Eine Zustandsbeschreibung, aus der wir hinterher eine verbindliche Therapie ableiten. Und das ist fantastisch, dass diese Medizin nicht damit beginnt, welche Abhörgeräusche Sie da haben, sondern was ist das eigentlich für einer? Was ist eigentlich das, dessen innere Natur? Ein,
Ein interessanter Begriff, den wir später noch verfolgen werden. Und dann kommt etwas, was die krank machen, Krankmacher, das heißt Macher heißt Faktor, kommt von Machen und das ist ein pathogener Faktor. Und dann kommt es zu einem Krankheitsmuster, das haben wir hier einmal flach als Organ benanntes Muster aufgeschrieben. Wir werden die gleich besser kennenlernen. Und dann haben Sie eigentlich drei Arten von Symptomen. Also zum Beispiel, Sie sind so und so, das und das hat auf Sie eingewirkt, zum Beispiel kalte Zugluft. Und deshalb haben Sie jetzt einen steifen Hals und die Nase läuft und die Mandeln sind dick. Und dann würde man das in diese drei Kategorien fassen. Aber damit hat man ja noch nicht so viel verstanden. Und deshalb gibt es eine Deutungsmatrix oder eine Deutungstheorie für diese drei Arten von Symptomen. Nämlich die, die der immer hat, die der Grund sind und den Grund anzeigen und diese als Folgemuster auftragen. Und das nennt man Leitkriterien. Ich habe sie hier mal aufgeschrieben. Ich will sie nicht alle mit Ihnen heute besprechen, aber es sind Deutungsmatrizes oder Deutungsschemata, kategorienbildende Ordnungssysteme. Und da möchte ich Ihnen gerne zeigen, dass eigentlich hier vorne die Überanfüllung und die Entleerung, lateinisch Repletion, Depletion, nicht ganz treffend als Fülle und Leere manchmal bezeichnet, weil Fülle eigentlich der normale Organzustand zum Beispiel der Lunge ist und Repletion pulmonalis, also die Überanfüllung der Lunge, was ganz anderes bedeutet. Nun, abgesehen von diesen kleinen semantischen Taschenspielereien, ist es doch jetzt wichtig zu verstehen, wie das geht. Sie sehen, da ist für jede dieser Theorien so eine Sinuskurve mit verschiedenen Bezeichnungen dran und das deutet auf ein Auf und Ab. Und in der Tat ist das Leben ja ein Auf und Ab und dieses Auf und Ab kann man mit so einer Sinusgruppe bezeichnen. Und das ist dieses Auf und Ab des Lebens, ist sozusagen die Kernbeobachtung. So wie das Auf und Ab des Lebens funktioniert, gibt es einige Auf und Abs im Leben, die sind noch wichtiger, zum Beispiel als die anderen. Zum Beispiel das Aufsteigen der Sonne ist ein Auf und das Niedergehen der Sonne ist ein Ab, das alle Lebewesen auf der Welt beeinflusst. Und deshalb gibt es einige Auf-Abs, die sind intensiver untersucht worden, zum Beispiel diese. Und das, was herauskommt, ist ganz fantastisch. Die Problematik jetzt, wenn man dieses System erklärt, besteht darin, dass es furchtbar alt ist und zwei Drittel der Geschichte, etwa der chinesischen Medizin, gar keine besonders großen Quellen haben. Den großen Klassiker des Gelben Kaisers über innere Erkrankung, der hier häufig genannt wird, war natürlich nicht das erste Buch der chinesischen Medizin. Das wäre ja so, als würde die Wissenschaft mit dem Nobelpreis beginnen. Das kann ja nicht sein. Sie muss ja irgendwie sich entwickelt haben. Und das älteste Buch, das es überhaupt gibt, und das wir deshalb als Ausgangspunkt unserer Erörterung hier nehmen, das ist das I Ching, das Buch der Wandlungen. Es handelt sich übrigens sogar um das älteste Buch der Menschheit. Nun, darin sind schon solche komplizierten Graphen implizit eingebaut und man kann die dann sozusagen für den, der das zu kompliziert findet, auf dieses einfache Zeichen zurückführen. Leibniz war eigentlich der erste Denker, der das I Ching analysiert hat. Leibniz war ja Matheprofessor, kann man sagen, und zwar hatte er schon mit 12 Jahren in Erfurt fertig studiert. Und hatte, weil er eben ein mathematisches und sonst auch ein Genie war, mit schnellem Geist alle Grade durcheilt. Kaum bremste der Hierophant den ungeduldig Strebenden. Und nun war er dort und sagte, jetzt habe ich eigentlich alles drauf, was ihr hier abverlangt. Ich würde jetzt gerne meinen PhD machen, also meinen Doktor. Und hier in Erfurt haben wir gesagt, komm nicht in Frage, warte mal bis du 16 bist, dann reden wir nochmal drüber. Wenn Sie einen Studenten verlieren wollen, machen Sie das. Also wurde er zum ersten Ossi im Westen, er ist nämlich nach Erlangen gegangen, über die fränkische Grenze. Damals war die Universität Erlangen, aber in Altdorf bei Nürnberg. Und das ist so ein kleines Kloster, da gibt es immer noch die Schriften, die er verfasst hat. Nicht alle übrigens, Leibniz' Lebenswerk ist 90% noch nicht einmal katalogisiert, es ist überwiegend in Hannover. Aber das liegt da nun herum, seit 1900 oder so versucht man das. Das Lebenswerk ist wirklich vielschichtig und großartig.
Und das Wichtigste heißt davon Theodizee, unter dem Versuch, von der Güte Gottes und der Freiheit des Menschen und vom Ursprung des Bösen und so weiter. Und dieses Buch stützt sich unter anderem auf ein chinesisches Zeichen. Leibniz war nun sozusagen mit 12, 13, 14 dann schon Tutor im Altdorf, so wie das unsere PhD-Studenten auch sind. Und er war natürlich viel jünger als die Studenten, musste sich da mal so ein bisschen beweisen. Durchführen. Hat übrigens zwei Kurzhaarwackeln, das möchte ich hier in keiner Weise verschweigen. Ja. Viele wichtige Menschen haben Kurzhaarwackeln. Ja, ich könnte da viele anführen, Picasso, Rommel, andere Leute da noch. Ja, dankbar bin ich auch für Bezeichnungen aus dem Publikum. Aber wie es ist, den Dackel nützt ihn nicht. Die Studenten machten sich natürlich trotzdem lustig über das Bürschchen. Und bei einem Trinkgelage, als er schon ein wenig angeschluckt war, soll man ihm dieses I Ching überreicht haben und sagen, du weißt doch sonst immer alles, du Flutschpunkt. Die Zensur haben sie eben schon gemerkt, als es um die Regierung... Nein, und sie haben die geredet, ich nicht. Ja, du Klutsch, du weißt doch sonst alles, was ist denn das? Und der nahm dieses Buch in die Hand, das ja auf Chinesisch war, und sagte, das ist ja ganz leicht. Und dann hat er etwas niedergeschrieben, wovon ich hier eine verseitete Kopie habe. Das beginnt hier, er hat Yang und Yin, das ist das erste Buch der Menschheit und damit auch das erste Buch, in dem diese Bezeichnungen überhaupt vorkommen, hat er analysiert und hat daraus binäre Zahlen gelesen. Er hat entdeckt, dass Yang und Yin binäre Zahlen sind, die nicht in der Brigitte, sie haben es richtig erfasst, ja, aber ist vielleicht nicht unwesentlich bei einer Medizin, die ja immer eine Wissenschaft sein muss und keine reine Empirie bleiben darf. Und das geht ungefähr so, dass er sagt, ja, das ist 1 und das ist 0 und dann kann man diese Monogramme zu Bigrammen, also zu Zeichen aus zwei Zeichen machen, also ein Zwei-Zeichen und ein Ein-Zeichen und ein Drei-Zeichen. Und dann kann man eben daraus die Zahlen 1, 2, 3, 4 machen oder 1 bis 8 machen oder wenn ich noch eins reinstelle, 1 bis 16, 1 bis 32, 1 bis 64. Und so ist das Video noch aufgebaut, es hat 64 quasi Kapitel, Hexagrammen, also 6 Zeichen, 6er Zeichen. Und das ist total interessant, dieses Buch, und ich wünsche, ich könnte Ihnen heute erklären, wie es geht. Aber kann ich das nicht? Ich könnte Ihnen nur eine Teileinführung geben, das würde ich ja gerne tun, aber da brauchen wir ein paar Tage. Aber Leibniz war schlauer, der hat das angeguckt, gesagt, da ist es, das sind die binären Zahlen. Und hier vorne sehen Sie, wie diese Zahlen vierfach einen Kreis abteilen oder achtfach, dann eben einen Bigramm nehmen. Und hier sehen Sie das Ganze chinesisch, da heißt es 1, 2, 3, 4. Sie können also so eine Torte in 4 Stücke teilen, dann haben Sie einen Kreis in 4 Sektoren unterteilt. Und dann werden kreisförmige Weltprozesse hier, zum Beispiel das Jahr, eingezeichnet. 1, 2, 3, 4 kann auch heißen Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Oder Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend und so weiter. Ja? Also das sind einfach Zeichen oder zyklische Abläufe. Zyklische Abläufe sind ja unheimlich häufig. Immer dann, wenn ein Ablauf da wieder anfangen könnte, wo er aufgehört hat, ist er eigentlich zyklisch. Und die haben die Eigenschaft, dass sie auch überall verbreitet sind in der Natur. Und zwar viel häufiger, als sie so denken. Das Interessanteste aber ist, dass diese zyklischen Zeichen auch benutzt werden können, indem man sie anschaut. Sie sind eigentlich, also indem man die Perspektive wechselt. Und das kommt aus der Astronomie, die in China, aber auch bei uns hier, Sie erinnern sich an die Himmelsscheibe von Nebra, Sie erinnern sich an Stonehenge, Sie erinnern sich vielleicht an den Diskus von Phaios. Das sind alles wichtige Dinge und die kommen auch aus Europa und da sieht man das Gleiche. Kreise werden beschrieben als quasi Welt- oder Kalender- oder Himmelsmodelle. Und man nimmt es so, dass der Himmel eigentlich immer auch ein Weltmodell ist. Das ist bei uns so gewesen, auch zu Jesu Geburt kamen ja die drei Weisen aus dem Morgenland, das waren auch Sternengucker. Und es wird in der Bibel dazu genommen zu sagen, das war sehr wichtig heute, dieser Tag. Deshalb wussten wir den schon im Voraus. Also waren Sternengucker sind akzeptiert von der Bibel.
Nur ob jedes Horoskop jetzt, das weiß ich nicht. Aber mindestens ist das kein, liebe Freunde, Gedanke. Sie gehört also, dieser Gedanke gehört zu unserer Kultur. Und wenn man so einen Stern anguckt, Sie kennen das vielleicht, Sie haben so einen Sternenhimmel über sich und Sie gucken so ein bisschen nach Norden, haben Sie da oben den Nordstern, es fängt das an sich, wenn Sie noch ein Glas Wein mehr trinken und dann die Nacht wird immer romantischer und irgendwie verschieben sich die Sterne und wenn Sie sehen, das ist so eine Art Kreisbewegung um den Nordstern und das ist toll, weil eigentlich ist es so, wenn das so Ihr Land ist und da oben ist jetzt der Nordstern, dann haben Sie quasi eine Drehachse und einige tauchen hinter dem Horizont wieder auf und bilden so einen Kreis und deshalb weiß man, Sterne gehen in Kreisen. Man weiß auch, dass das mit dem Mond und der Sonne so ist. Manche scheint es so, andere haben Galileo Galilei nun auch gelesen. Und das ist eben wichtig, dass die Kreisfunktionen etwas Mathematisches sind, was man schon aus den Sternen sehen kann. Und auch ihr Auf und Ab. Und das ist interessant für eine Betrachtung, die wir hier anstellen wollen. Man kann mit einem Kreis auch Regulationen anschauen. Ich habe deshalb hier dieses berühmte Wasserbecken einmal aufgezeichnet, könnte ein Aquarium sein oder ein Inkubator im Labor. Und wenn Sie jetzt hier eine Solltemperatur einstellen, das wäre hier mit dieser Linie angedeutet, willkürlich hier eingetragen, dann wäre da ein Thermostat, der kennt diese Solltemperatur. Und wenn Sie morgens ins Labor kommen und der Inkubator oder Ihr Aquarium ist noch bei Raumtemperatur sagt, oh, ich wollte es auf 37 Grad haben, dann schalten Sie ein und dann erhitzt das, weil der Thermostat sagt, Strom, lauf mal, Strom, marsch, und der Heizer heizt es auf. Soweit eigentlich nichts Besonderes. Aber damit aus so einem Aquarium keine Bouillabaisse wird, muss das ja mal aufhören. Und deshalb hat man diese Solltemperatur eingestellt. Der Thermostat sagt also an der Stelle, Strom, tschüss, ich unterbreche ihn und der elektrische Heizer wird nicht mehr, heizt eben nicht mehr. Aber Sie kennen das ja aus der Küche, wenn Sie da die Herdplatte ausstellen, sollten Sie nicht die Hand drauflegen. Denn da ist noch Nachwärme und das zischt immer so eklig. Haben Sie schon mal? Sollten Sie mal versuchen? Nein, lieber noch nicht. Also, mit der Inklusion machen wir heute Schluss. Das, ja, da muss jeder so seine eigenen Experimente. Naja, das ist noch gut. Also, hier haben Sie also das Problem, das macht zwar aus, schaltet zwar den Faust wieder aus, aber es gibt ja so einen Peak in der, so eine etwas zu hohe Temperatur. Und wenn Sie jetzt hier unterhalb dieser Solltemperatur sind, dann passiert wieder das Gleiche wie in der Küche. Der Thermostat sagt, oh, wieder anstellen, Strom geht wieder zum Heizer heizt, aber wie in der Küche können Sie Ihren erstmal drauf lassen, wenn Sie anschalten. Das nennt man Latenz. Und deshalb fällt die Temperatur ein bisschen mehr, als sie sein soll. Es gibt dieses Minimum. Und das geht jetzt immer so weiter. Maximum, Minimum, Maximum, Minimum, Maximum, Minimum. Und wenn Sie diese Kurve kennen, wissen Sie, die heißt Sinuskurve oder Kreisfunktion. Und ich will Ihnen kurz sagen, weil Sie vielleicht gar nicht so viel Spaß am Mathema haben, aber im Grunde ist es so, wenn Sie einen Drehorgelspieler haben, der so eine Handbewegung macht, und Sie gucken ihn von da an, dann ist das ein Auf und Ab. Sie können also den Kreis auch von der Seite angucken. Und tatsächlich, manche Sterne gehen nur so hoch und runter und machen gar nicht diesen Kreis. Und trotzdem wusste man schon sehr früh, ah, das werden wohl Kreise sein. Denn sonst können die ja nicht, die spielen ja nicht Ping-Pong da oben. Also muss es ein Kreisbahn sein. Wäre auch eine schöne Theorie, aber egal. Ja, und wenn Sie jetzt den Drehorgelspieler einfach weiterfahren lassen, dann ergibt sich ein Bild, sodass sich die Bewegung der Drehung hier auf diese Achse hin, die Drehachse, projiziert. Und das ist dann ein Auf und ein Ab. Mit anderen Worten, das da ist eigentlich das da. Und deshalb können Sie jetzt diesen Regulationsvorgang anschauen und die gleichen Zahlen 1 bis 4 dorthin stellen. Und im dritten vorchristlichen Jahrhundert ändert sich die Bezeichnung. Statt 1, 2, 3, 4 hat man jetzt die Schriftzeichen für Holz, Feuer, Metall und Wasser und auch Erde hier eingezeichnet.
Und deshalb sind die sogenannten Wandlungsphasen eben Phasen einer steten, aber im Prinzip ähnlich bleibenden Wandlung. Es gibt also Konstanz in der Wandlung. Die Wandlung ist eben immer wieder neu. Das ist ein zyklischer Prozess. Und weil das so ist, muss man sich fragen, warum? Nun ist es natürlich deshalb so, weil die Hand wieder runtergezogen wird. Und diese Wirkung der Achse wird immer am Wendepunkt sichtbar. Den gibt es einmal hier, da ist der Wendepunkt, und da unten. Da wird die Hand wieder hochgehoben. Und deshalb machen wir da zwei lustige kleine Punkte rein. Und wenn Sie jetzt hier Chineser sind und Weltmeister im Zeichen machen, dann wollen Sie natürlich Kreis und Sinuskurve und Sollwert und Yang und Yin und Wandlungsschatten in ein Symbol machen, also machen Sie das. Und deshalb bedeutet dieses Zeichen, aha, hier wird was reguliert. Alles wird reguliert auf der Welt und so betrachtet, finde ich chinesische Philosophie eigentlich ganz gut verständlich. Das ist eine der Deutungen, die möglich sind. Das Zeichen ist schrecklich alt und Leibniz hat es überall in sein Werk hineingenommen. Er war so fasziniert von dieser Idee. Nun, auf den Menschen übertragen, regulieren sie ja nicht die Wassertemperatur, sondern sie regulieren die Lebenskraft, die jetzt zunächst einmal hier vom vegetativen Nervensystem ausgeht. Und deshalb haben sie hier so vier Muster und ein Konzert von Transmittern, das sie hier haben. Also in der westlichen Physiologie, der Körperfunktionslehre, werden eben diese Veränderungen bewirkt, indem sie Transmittersysteme anregender Art und abregender Art so miteinander kombinieren. Wir konnten, dass ein Gesamtkonzertbild entsteht, so ähnlich wie ein Orchester. Und wir konnten schon 132 Mechanismen diesen Wandlungsphasen zuordnen, die schon längst bekannt waren. Wir konnten das auch tun für die Funktionen innerhalb der Gynäkologie, im Monatszyklus und so weiter. Das wissen wir seit den 50er Jahren spätestens in der westlichen Medizin. Aber dass eine gemeinsame Theorie dazu existiert, das hatten wir eigentlich erst durch die Einführung der chinesischen Medizin bei uns. Und so befinden sich diese Menschen in der Manifestationsform dieser ganzen Mechanismen. Wenn Sie also diese ganzen Neuromechanismen anknipsen, dann wird auf einmal aus dem normalstehenden der da. Das ist Holz, oder? Der da, das ist Feuer. Oder der da, das ist Metall. Und der da, das ist Wasser. Und diese Funktion kann man natürlich viel genauer benennen. Und zwar deshalb, weil diese Körperregionen, die jetzt sozusagen beobachtet werden von außen, die Körperregionen, die geben diesen Funktionen einen Namen. Wenn ich nämlich so mache, wird meine Leberregion ein bisschen größer als vorher. Deshalb ist die Leberregion ein bisschen geweitet. Man fühlt sie auch gedehnt. Es ist also nichts weiter als ein neurologisches Schaltmuster, die chinesische Leber, bei der eben auch diese Region mal symptomatisch wird. Es ist nicht die Leber, sondern ist, was wir eine Leibinsel nennen. Wir beziehen uns da auf die Leibphilosophie von Schmitz, der eben darüber genauere Untersuchungen angestellt hat. Nun, wenn Sie jetzt in das Muster Feuer kommen, dann wuppert das Herz ein bisschen, da ist also die Herzregion ein bisschen gedehnt. Deshalb heißt es auch Herzmuster oder Kreis von Zeichen, bei denen das Herz symptomatisch werden kann. Und Kreis heißt Orbis, Orbis cardialis. Und auch das chinesische Wort Kreis würde hier verwendet werden, wenn man es übersetzte. Nun, aber Sie können auch, weil Sie jetzt ja in das zu wenig Energie kommen, nimmt die Phase von zu wenig her, kann auch eine andere Region jetzt ursächlich gemacht werden. Von außen sieht es so aus, als sei der ganze Mensch, so wie er jetzt gerade ist, weil die Lunge nicht genug geweitet ist. Die ist also entleert. Und jetzt sehen Sie schon, Repletio, Detritio, die Überanfüllung. Und die Ernährung, das hat etwas zu tun mit dem, was man da an Sensationen erfährt. Oder wenn man nachts vom Fernseher aufsteht, ist die Gegend, hinter der man die Nieren vermutet, eben zu wenig fest und gedehnt. Und so ist das eine Lehre der Sensationen, der Beobachtung, der Zeichen, von denen man sagen kann, wenn du die beobachtest, dann weißt du, wie einer reguliert ist. Und deshalb kann man dann auch Heilzeichen, Heilreflexe auslösen, wie etwa bei der Akupunktur.
Nun, hier habe ich mal so ein Zeichen herausgenommen. Das heißt, diese, wo diese Leber in Anführungszeichen dicker wird, da können wir jedes der klassischen Zeichen übersetzen in eine Körperfunktionssprache. Ich habe das schon 2003 veröffentlicht und es haben viele Leute toll gefunden und die Akupunkturverbände, die fanden das gar nicht gut, denn es auf einmal ist ja chinesisch Medizin wichtig, die sie früher für das lästige Beiwerk der Nadeln hielt. Und das schadet eigentlich. Das hat sich ein bisschen geändert mit der Zeit. Und so können Sie eben durch genaues Benennen dieser Zeichen letztlich sagen, wenn das und das und das Zeichen auftaucht, häufiger als andere Zeichen, dann ist der Mensch offensichtlich im Orbis Hepaticus oder im Moment wird dieser Zeichenkreis aktiver und das ließ auf seinen Regulationszustand schließen. Ja, das hat natürlich tolle Vorteile, weil Sie jetzt gar nicht mehr messen müssen, sondern beschreiben dürfen. Das bedeutet, der chinesische Arzt muss keine Blutentnahme machen, wenn er rein chinesisch arbeitet. In unserem Fall, wo wir das jeden Tag machen, ist es eben so, dass wir beides tun. Wir lassen uns sogar in unserer Blutabnahme wünschen, von der chinesischen Diagnose leiten, weil wir ja wissen, in einem solchen Fall könnte das und das und das eher mal wahrscheinlich sein. Statistisch macht es keinen Sinn, das jetzt abzunehmen bei jedem Patienten. Aber bei diesem einen Patienten das Screening zu erweitern, das ist durchaus sinnvoll und häufig werden wir genau da fündig. Wir können also heute, weil wir die Zeichen verstehen, diese Medizinform zusammen verwenden. Übrigens gibt es da noch einen tollen Vorteil dieser Medizin. Und das ist, dass hier diese Direktionalität, dieses nach oben, nach unten, nach unten, nach oben, was da drin ist, auch noch anders bezeichnet werden kann. Wenn Sie nämlich hier vorne stehen, wo Holz anfängt, sind Sie ja im Yang und wenn Sie hier stehen, wo Metall anfängt, im Yin, also im zu wenig, in der Depletio, in dem Leere, in der Entleertheit, hier in der Depletio der Überangefülltheit mit Kraft, mit Energie, wenn Sie so wollen. Und wenn ich jetzt hier vorne mal für diese Viertel, also die Vierteltortenstücke, die hier als Kreissektoren aufgemalt sind, schon mal diese Zeichen Yang und Yin anfange, kann ich sagen, an diesem Punkt, da ist mir den Yang aber noch unten. Ich kann also sagen, das Yang ist im Yin. Oder das Yang ist im Yang. Ist im Yang aber noch oben. Ich bin im Yin, aber noch oben oder im Yin, aber noch unten. Das sind die klassischen Bezeichnungen dafür. Die kann man sogar manchmal in Akupunkturbüchern lesen, aber es wird nicht erklärt, weil die Autoren auch gar nicht so genau wissen, wie das ging. Aber so kann man sagen, das macht eigentlich Sinn. Natürlich ist das ein bisschen umständlich und deshalb sind Holz, Feuer, Metall und Wasser eigentlich leichtere, gängigere Begriffe. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie kommen als Hausarzt zu einem Patienten, sagen wir ein Kind des Abends, Sie werden gerufen, typische Situation, die Mutter schrecklich aufgeregt, das Kind hat ein bisschen Temperatur, der Vater läuft auf und ab, es ist eine gereizte Stimmung, die Geschwister wollen nicht schlafen, das Abendessen ist schon vorbei, keiner hat abgeräumt, warum, da du, na ich, kennen Sie vielleicht. Und jetzt haben Sie das Problem, das Kind hat eine Temperatur von 38 Grad und jetzt müssen Sie eine Entscheidung fällen. Lasse ich es pennen oder wecke ich es auf und gebe irgendwas? Diese Information, 38 Grad, ist natürlich sehr präzise, aber biologisch ist ja eigentlich nicht eindeutig. Es könnte sich ja auch um diese 38 Grad handeln. Und deshalb hat das viele Vorteile, wenn Sie diese sogenannten direktionalen Beschreibungen verwenden. Man kann das auch mathematisch aussehen, wenn Sie eigentlich die Ableitung dieses Punktes mit benennen. Also 38 Grad mit steigender Tendenz. Aber das tun Sie halt nicht. Eine einzelne Messung ist also eigentlich der direktionalen Beschreibung an der Stelle unterlegen. Man kann auch sagen, Wandlungsphasen können biologische Prozesse beurteilen, und zwar wesentlich genauer und unzweideutiger als eine Einzelmessung. Also sollte man das doch kombinieren. Wenn ich also zu so einem Kind gehe,
Kinderarzt macht das aus dem Bauch heraus letztlich. Ah, das wird schon, das morgen weiß ich schon. Aber man könnte es auch chinesisch machen. Da gibt es konkrete Zeichen, die sagen, wann dieses Kind in der Nacht aufwacht oder nicht. Und deshalb können Sie viel sicherer sein, sozusagen, wenn Sie diese Zeichen auch können. Wieder das Beste aus zwei Welten. Lasst uns zusammentun, die Kinder schlafen dann häufiger durch. Und jetzt können Sie eben aufgrund dieses Befundes, Akupunktur, Pharmakotherapie, Tai Chi, Qigong, Tuina, also manuelle Therapie, Diätetik oder sogar Psychotherapie einsetzen und haben im Grunde ein Methodenspektrum, das sehr breit ist, vielleicht nicht ganz so breit wie die Fachrichtungen der westlichen Medizin, etwa die Chirurgie spielt eine untergeordnete Rolle, aber allerhand ist da möglich. Und wenn Sie das jetzt sehen, dieses Spektrum, muss ich Ihnen sagen, die Wirkung dieser Gedanken, also dass eine solche Diagnose zu besseren Therapieergebnissen führt als die Standardakupunktur des Westens, die man manchmal auch medizinische Akupunktur nennt, Medical Acupuncture, ne, ist eigentlich schon längst bewiesen, in der Regel um den Faktor 2 größer. Und zwar in diesen 4 Studien auch doppelverblindet bewiesen. Sie können sich das dann im Fernsehen nochmal angucken, weil das eben dann nochmal kommt, würde sich erklären lassen. Für heute Abend ist zu viel, darum muss ich das einmal herauslassen. Wie macht man doppelverbindete Akupunktur? Der muss doch wissen, wohin er sticht. Haben alle gedacht, wir haben so viel Rotwein investiert, bis wir drauf gekommen sind, wie es trotzdem geht. Ne? Man kann mit ganz kleinen Mitteln an der richtigen Stelle angewendet, aber lassen wir das was. Ja, gleichzeitig kommt man dazu, dass mit diesen körpersprachlich schon wahrnehmbaren Zeichengruppen auch bestimmte Energieformen, also funktionelle Kräfte, herauf oder herunterlaufen. Und das führt uns dazu, dass 4 Arten von Energiestatus auch 4 Konzepte für die Therapie bringen, aber vor allem auch, dass diese Typen, die daraus resultieren, 4 ganz unterschiedliche funktionelle Typen sind, auch mit 4 unterschiedlichen Formen von Selbstverständnis. Und das ist jetzt wiederum ziemlich genau das Eysenck'sche Persönlichkeitsmodell und damit wieder griechische Medizin des Westens. Und diese Kongruenz dieser beiden Modelle ist so groß, dass es schon lustig ist, aber das Tolle ist, die Chinesen haben ja nicht nur den Kreis 4-mal geteilt, sondern die haben ja mindestens 8-mal geteilt. Und deswegen haben sie noch ein paar Typen mehr, die sie halt nicht haben. Nun, das Interessante ist, neuerdings, vor allem in der Suchtmedizin, weiß man, dass die Menschen so unterschiedlich reagieren, dass sie die auch anders behandeln muss. Und deshalb hat der Westen gesagt, okay, das ist ein dopaminerger Typ, ein serotoninerger Typ und so weiter. Aber das können Sie hier auch machen, denn wir wissen ja, wie diese Transmittersysteme sind. Dann haben Sie hier die dopaminergen Serotonin, das ist ja so ein Glückshormon, sagt man manchmal dazu, also ein wichtiger Überträgerstoff, der Sie fröhlicher macht. Endorphine machen sie emotionaler, ne? Adrenalin, Oxytocin machen sie in der Mischung sogar bindungsfähiger und da ist sozusagen die Ruhephase des Menschen abgebildet. Das heißt, eigentlich sind wir gar nicht so weit weg voneinander, nur die Chinesen haben sich länger mit dieser Sache sozusagen ganz ausschließlich befasst und nicht so viel mit Anatomie, weil ihnen das eben aus ihren Bedürfnissen der wichtige vorkam. Und weil sie schon merken, dass diese Typen auch einen emotionalen anderen Gehalt ausdrücken, schon körpersprachlich, wissen sie, dass es jetzt auch eine Abfolge gibt von Emotionalitäten. Und weil die nicht einfach Zorn oder Freude genannt werden können, wie Sie gleich sehen, haben wir dafür lateinische Kunstworte gebildet, ira, voluptas, eigentlich keine Kunstworte, sondern lateinische Begriffe, gebildet, um sie sozusagen neu besetzen zu dürfen, besser zu erklären, wie die Fachsprache geht. Ja, Grief wäre also Kummer oder Trauer und Timor wäre Angst. Und das ist sozusagen auch zur gleichen Zeit ein Modell, wie man eine Emotion in die nächste überführen kann. Und damit zum Beispiel Zorn durch Humor befreien und auflösen kann. Oder überkichernde Hysterie durch wahrnehmende, rezeptive, vielleicht etwas melancholische gegenüber auflöst. Oder wie man durch Gerechtigkeit und Vernunft die Menschen, die allzu
also melancholisch sind, auch wieder stützt und sie eine Runde weiterführt auf dieser Reise der Wandlungsphasen, die nun jeden Tag da ist, weil sie jeden Tag diese Wandlungsphasen einmal durchlaufen, mindestens einmal durchlaufen. Und deshalb ist das ein Modell der emotionalen Übergänge. Und deshalb will ich das mal zusammenfassen. An den körperlichen Zeichen kann man den neurovegetativen Regulationszustand ablesen. Körperliche Symptome und Emotionen und sogar die damit verbundenen sozialen Verhaltensstrategien sind untrennbar verbunden. Sie bedingen einander, weil das Gehirn es so macht. Das, was da also beeinflusst wird oder wovon diese Regulation ausgeht, ist das Nervensystem. Das Nervensystem in seiner zentralen Schalteinheit nennt man nun einmal Gehirn. Also das große Problem des Gehirns, des Menschen, ist sein Gehirn. Das wissen wir, Loriot hat das schon einmal treffend gesagt. Der vernünftigen Entwicklung der Menschheit sind nunmehr keine Grenzen gesetzt, da es chirurgisch einfach ist, das Gehirn zu entfernen. Aber einen Teil von dem Gehirn sollte es vielleicht mal drin lassen. Es ist sozusagen im Stammhirn das vegetative Nervensystem. Das Lustige ist, auch bezogen auf die Ausgangsfrage, wo kommen denn eigentlich die Gefühle her, muss man eigentlich sagen, müssen wir jetzt uns ausschließlich darum kümmern, dass Verhaltensmuster zu körperlichen Erkrankungen führen? Sind Emotionen Teile von Bewertungen von Beziehungsmustern? Oder kann es nicht auch sein, dass der Körper selber die Emotionalität verändert und wenn ich die Körpersteuerung wieder korrigiere, geht die Emotion auch wieder ein bisschen, wird die wieder relativiert? Ich glaube, beides geht. Damasio, der große Hirnphysiologe und Forscher an der Harvard-Universität, hat das auch so gesehen. Er hat also diese Grundemotionen in der Tiefe des Menschen beobachtet und sie neurophysiologisch und funktionalen NMR nachweisen können. Das heißt, er konnte zeigen, in der Tiefe des Gehirns, da kommen diese wichtigen Grundgefühle her. Und deshalb habe ich auch mal ein Lehrbuchkapitel danach genannt. Psychosomatik oder Somatopsychik? Es ist gar nicht so einfach, das im Einzelfall zu wissen. Aber seit wir die Menschen auch somatopsychisch behandeln, haben wir viel mehr Erfolg bei sehr vielen Dingen, die wir als schwer therapierbar einstufen. Vielleicht war unser westliches Konzept an der Stelle nicht ganz so zutreffend. War beides sind gültig, glaube ich, aber mit einem individuellen Mix. Und ich möchte Ihnen das noch ein bisschen weiter zeigen. Man kann also die relevante Emotion ablesen. Und zwar in einem außerordentlich präzisen Verfahren. Die Patienten sind immer erstaunt. Man nimmt den Puls, Zunge, redet wenige Worte. Und dann sagt man denen etwas über deren Gefühle. Und das kann man nicht, weil man Hellseher ist, sondern weil man das ablesen kann. Einfacher gesagt, das wäre eine Art der Körpersprache. Aber sie ist so systematisiert und technisch hochgezüchtet, dass sie das, was wir als körpersprachliches, pantomimisches Spiel kennen, weit übertrifft. Man kann die also ablesen. Und jetzt können Sie sagen, diese oder jene Störung im Bauch hat den Grund, dass dieses Gefühl vorliegt. Und dann sagt im Allgemeinen der Patient, ja genau, und diese dumme Dings, oder was auch immer dann war, kommt dann hoch. Und manchmal löst es sich einfach auch. Manchmal sind Dinge auch viel schwieriger, wie wir nicht verschweigen wollen. Wir wollen hier auch nicht sagen, alles ist lösbar und einfach, jeder krank wird geheilt, um Himmels Willen, für wie hybrid halten wir uns dann, wenn wir das sagen. Nein, aber es funktioniert tatsächlich zu einem außerordentlich hohen Prozentsatz. Und deshalb ist das Symptom auch nicht primär unser Feind, sondern es ist wertvoll. Es zeigt uns nämlich an, was im Inneren geschieht. Und wenn wir das nur sagen, dann kommt was im Unterbewusstsein dieser Menschen wieder hoch. Und dann kommt etwas in Bewegung und das ist fantastisch, was da in Bewegung kommt. Es ist etwas aus dem Unterbewusstsein. Und in der Tat, da wo diese Regulation stattfindet, da, wo sozusagen der Körper reguliert wird, da hat schon Freud das S vermutet, diese Black Box. Wäre er 30 Jahre später zu seinen Schriften gelangt,
Peter Black Box gesagt. Das ist das S, kannst du nicht gut messen. Zu seinen Zeiten war das Vegetativum noch nicht so gut erforscht. Er selber hat es versucht, an Mäulchen, 8 Jahre lang, war Neurowissenschaftler und war also hochintelligent. Hat übrigens seinen Nobelpreis, wie Sie vielleicht auch wissen, nicht für die Psychoanalyse bekommen, sondern für den Nobelpreis für Literatur, weil er so wunderschön geschrieben hat und weil auch was dran ist an der Sache. Aber er hat vieles von dem auch hinterher besser revidiert als seine Adepte. Und das ist übrigens auch ein normaler Vorgang. Und ich bin keineswegs dagegen. Ich bin nur dafür, es mit neuen Augen zu lesen. Es geht hier um Neurophysiologie. Und das S, aus dem die tiefen Gefühle kommen, sagt er, aus dem Gewaber der Hormone, so spricht er, aus dem Auf und Ab der Körperfunktion, dem Gewaber der Hormone, der Hitze und Kälte des Leibes. Genauso sagt er es. Da kommen die Gefühle her. Zutiefst sokratischer Satz, der aber für jemanden, der um 1800 something noch Medizin studiert, total normal war. Wir erinnern uns, die Gefühle kamen auch damals aus dem Körper. Es war für ihn also normal. Ja, sogar in den 30er Jahren hat er vorgeschlagen, bei der Schwiegermutter der Queen, die in einem, naja, nennen wir es Sanatorium an der Schweizer Grenze, war, den Uterus zu entfernen. Hoi, das ist vermündet. Also bin ich mal ein Provokateur, das ist wirklich so. Damit eben ihre psychische Störung wegginge. So sehr war er mit diesem alten Denken noch verwurzelt. Was nicht dem widerspricht, dass es auch ein anderes Denken zu seiner Zeit und durch ihn ausgelöst gab. Wir wollen nicht diesen genialen Mann anschwärzen, aber in den richtigen Zusammenhang setzen. Das sollte man da vielleicht. Also, das Unterbewusstsein kommt in Bewegung. Und Freud war es schließlich, der den genialen Satz bringte. Es ist die Benennung der Katalysator der Heilung. Indem du es einfach nur wach küsst, mit einem einzigen Wort, das wäre toll. Wenn man das könnte, schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen, fort und fort. Und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Und wenn du das Zauberwort des Patienten hast, das ist Heilen als Kunst. Nun, so passiert etwas, was ganz anders ist. Und jetzt wird der Prozess der körperlichen Heilung mit der ersehnten emotionalen Verbesserung, ich sage nicht Heilung, aber doch Verbesserung und häufig auch Heilung, verbunden. Ein Teil der Sehnsucht können wir also jetzt ein wenig stillen. Das heißt, wir behandeln auch die Emotionalität über den Körper und ich werde Ihnen später dafür ein Beispiel geben und vielleicht mit Ihnen, wenn Sie Lust haben, auch mal sowas hier fühlen lassen. Freud hatte die Psyche als ein Netzwerkmodell bezeichnet oder beschrieben. Da gibt es das Ich, das die wirklich Entscheidungen trifft, das S, was so den Körper kommt, zusammen mit den Trieben, und ein Über-Ich, und er dachte, das Über-Ich, das lernt man von Mama und Papa, was richtig und was falsch ist. Ja? Lesen wir ihn genauer, und wir werden feststellen, er hielt mehr von Kant als die Leute heute von ihm. Nämlich, er sagt, es gibt Kant ein moralisches Gesetz in mir, das von Anfang an da ist. Das war eingewohnt und das waren dann die Begriffe, mit denen er aufwuchs. Warum hätte er was anderes denken sollen? Also mit anderen Worten, was er hier denkt, ist nicht nur diese reine Schuld und Erziehung und Unterdrückungsfrage, wie wir das manchmal so reduktionistisch lesen in der Literatur, was natürlich im Grunde heute auch gar nicht mehr so verbreitet, aber das war noch lange Zeit auch der Zerrspiegel dieser Methodologie. Schlag ein Weg, ja, alles lernt. Das lernt auch, sondern es gibt diese drei Instanzen. Wenn wir aber das Gehirn angucken, dann können wir das nachvollziehen an der vierschichtigen Ontologie. Ganz unten ist eine somatische Intelligenz, die durch das Vegetativum die Stimmung bestimmt. Und genau dort hat Damasio diese Grundgefühle gesehen und gemessen. Und dann hat man ein Steinzeitgehirn oben drüber. Ich sagte, es ist leicht. Seit Loriot hat gesagt, es ist leicht, das Gehirn zu entfernen, tun wir das einen Moment. Nehmen wir mal das Großhirn ab, dann gucken wir auf das limbische System, das ist so eine Art Reptiliengehirn, sagt man auch, und schauen wir das wiederum ab, dann haben wir ein Urwurmgehirn. Und dieses Würmergehirn, das also weit vor den Reptilien wäre, das würde einem Wurm gehören, der nun weiter schwimmt, vielleicht im Urmeer. Was muss der eigentlich können? Na, wenn es kalt wird, dann muss der sich warm machen, wenn es warm wird, muss er sich kalt machen. Er bewertet also, beantwortet, gleich bewertet, sein Milieu, in dem er lebt,
mit einer Körperfunktion. Manchmal ist da was zu fressen, muss er hin haben wollen. Dann fährt er schneller. Also eine Hinwendung und eine Aversion ist auch da, wenn er was nicht gut riecht. Er beantwortet wieder sein Milieu mit einer Körperfunktion, ohne Reflexion. Das geht auf einer ganz tiefen Ebene. Naja, Reflexion steckt davon, Reflexhaftigkeit, also ohne Nachdenken. Es ist ein Automatismus. Und so ist der Ursprung der Gefühle eine Bewertung des inneren Milieus, das dann später sich aus dem er erhebt, eine Haut kriegt und sozusagen weitergeht. Das heißt, diese Bewertung, Milieubewertung, wird von diesem Gehirnteil vermutlich am Anfang der Evolution gemacht. Und so kommen wir dahin, dass die Psychosomatik ein neurologisches Korrelat erhält. Wir haben eine Erklärung dafür, warum Emotionen und Körperfunktionen so eng miteinander da sind. Und deshalb braucht die chinesische Medizin an der Stelle auch keine Psychosomatik, denn sie ist bereits somatopsychik, weil sie vegetative Mechanismen systematisch erfasst. Nun, ganz oben drüber kommt die rational-kognitive Intelligenz und dann käme noch, also das ist der Schachspieler in Ihnen, und dann käme jetzt noch die intuitive Intelligenz, aber die ist so leise, die hören Sie heute nicht. Denn so wie die Emotionen laut werden, wird die Intuition überdeckt. Und so können Sie durch die vier Formen von Intelligenz, die zu einer therapeutischen Metasprache geworden sind, können Sie auch Therapien ordnen und systematisch anwenden, auch aus der Analyse oder aus der Verhaltenstherapie oder aus dem Hakori oder aus der Rollschreibtherapie, weil das alles nicht widersprüchlich ist, wenn man weiß, um welche Mechanismen es geht. Das Beste aus zwei Welten, ach von mir aus können es 20 Welten sein. Es muss nur ineinander passen. Nun, wenn Sie diese Vierheit haben, können Sie natürlich auch auseinanderziehen. Und was dann passiert ist, dass Sie den Feldherrn haben, der im Wesentlichen sich nicht reinreden lässt. Seine wesentliche Eigenschaft, wenn Sie in diesem Modul unterlassen sich nicht. Haben Sie mal mit Ihrer Tochter versucht, der 16-Jährigen zu sprechen, wenn die so auf Sie zukommt? Machen Sie es nicht. Warten Sie ab, bis Sie ausgearbeitet haben. Das können Sie schon sehen, das ist egal, thepathisch, hat keinen Wert. Warten Sie mal bis zum Abend, da ist sie wieder pulmonal. Ach Gott, ja. So ist das eben. Und deshalb ist es wichtig, dass davon Lebensstrategien ausgehen. Autonomie und Symbiose. Am Morgen vielleicht diese etwas überautonome Haltung, am Abend die Symbiose. Manche Menschen sind nur dazwischen am Pendeln. Das heißt, die pendeln mit dem Wunsch, eigentlich dazuzugehören am häufigsten. Aber das wird meistens gekränkt. Wenn sie nämlich Harmonie brauchen, sind sie ja abhängig von dem Harmoniesystem. Und deshalb, weil das System selten erkennt, was sie wollen. Und wenn sie als harmoniesüchtiges Mäuschen sich dazustellen und sagen, ich will euch auch nicht stören, ihr Lieben, dann werden die anderen nicht merken, was sie brauchen. Wenn sie also everybody's darling sein wollen, sind sie in Wirklichkeit everybody's Arschloch. Und das macht wirklich keinen Spaß. Und gleichzeitig gibt es die Maria Callas, die auftritt, als wäre sie die Prinzessin von der Gasanstalt und gleichzeitig sozusagen irgendwann auch mal den Realitätssinn verlieren. Und so gibt es zwei Achsen. Zwei Achsen dieser Wandlungsphase, die in jedem Menschen sind und die dann als Konstitutionsverhalten sozusagen einen dieser Pole ein bisschen intensiver ausprägen. Und so kommt es dann zu dem Hepatiker, der Choleriker ist, der Griechen, zu dem Sanguiniker, der Kardiale der chinesischen Medizin ist, zu dem Melancholiker, der Pulmonale der chinesischen Medizin ist, und dem Phlegmatiker, der falsch bezeichnet wird, da bin ich ganz sicher, der Renale ist, der Nierentypus. Das heißt, mit jedem dieser Verschaltung verbindet sich eine Lebensstrategie. Deshalb können Sie sogar das Sozialverhalten dieser Menschen genauer verstehen, ja sogar vorhersagen. Der Hepatiker würde am liebsten leben wie in der Arena, der muss einfach mal gewinnen und Sport machen. Aber die Maria Callas, die muss eine Bühne haben. Da geht es vor allem darum, dass auch man sich zeigt und expressiv ist. Das ist eine menschliche Natureigenschaft, dass er
natürliche Eigenschaft des Menschen, dass er sowohl gewinnen will, wie dass er im Applaus der Bühne steht und expressiv sein darf. Wer das nie ist, der verpasst was im Leben. Ja, und dann gibt es Leute, die wollen wirklich keine Veränderung haben. Machen Sie da mal ein Change Management in der Abteilung. Die bremsen Sie auch, sagen immer, ja. Ja, hat aber immer so gemacht. Und dann gibt es die Leute, die wollen wirklich festgefügte Strukturen. Und alle die sind wichtig, ja, diese Leute. Und deshalb kann man sagen, da gibt es Personentypen, aber die hast du auch in dir, weil du ja auch durch alle Wandlungsphasen läufst. Und sozusagen zu wissen, wie man selber der Feldherr ist oder der Verwalter oder der Fürst, hier sehen Sie eine Achtergliederung, inkomplette Achtergliederung. Ja? Das bedeutet, Sie haben auch innerlich ein Verhaltensrepertoire, das Sie noch gar nicht gedacht hatten. Auf einmal wird aus dem harmoniebedürftigen pulmonalen Muskel die orgiastisch expressive, wie heißt es da bei dem Faust, sei reinlich bei Tage und säuisch in der Nacht, dann hast du es im Leben am Weizen gefahren. Ja, das ist ja alles nichts Neues. Ja, für einige vielleicht. Die dürfen jetzt auch lachen. Und so hat man also für Persönlichkeitstypen und eine innere Pluralität, die man nutzen kann. Denn das ist doch klar, Freiheit, innere Freiheit ist für jede Freiheit davon gekennzeichnet, dass sie Verhaltensalternativen haben, zwischen denen sie wählen können. Und wenn sie nur eine von diesen inneren Typen wählen, wenn sie sich festlegen auf Everybody's Darling zum Beispiel, dann wird aus Maria Callas nichts. Das ist wie Aschenputtel und Prinzessin. Geht nicht. Nur das Märchen hat das mit dem Aschenputtel so gemeint. Ne? Alle Aschenputtel dieser Welt und dieses Raums, verzeiht mir. Ja, und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie müssen ein Team damit gestalten. Ne? Können Sie zum Beispiel sagen, Sie haufen sich mal einen Macher in dem Team ein. Müssen Sie aber wissen, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Ne? Also brauchen Sie einen noch dabei, der ist der Differenzierer, das ist der Feliale. Der kleine Bruder vom Hepatiker. Der jetzt die Sachen mal so ein bisschen verzögert, bedarfsgerecht, mengenangepasst, irgendwie dann auch noch umbringt und umsetzt. Das kennen Sie vielleicht, der Chefarzt der Chirurgie sagt, ah, schick, schnack, willst raus, jetzt alles weg, mal raus da weg. Und dann kommt der Oberarzt nachher und sagt, naja, also Leute, ist schon in Ordnung, da haben wir jetzt mal ruhig, jetzt erstmal Flüssigkeit rein und wart mal, und dann gucken wir mal, wie das wird. Das heißt, in einem Team ist es gut, wenn sich die Dinge ergänzen, wenn nicht alle gleich sind. Wenn uns alle hoppla hier kommen, ich sage, geht es natürlich nicht. Aber das Problem ist, wenn jetzt die Rolle getauscht wird, dieser erste Oberarzt wird ein lausiger Chef werden, weil der das nicht drauf hat. Deshalb quält man die übrigens so lange, bis sie dann ärgerlich werden, dann werden sie genauso. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Insider. Ja, Sie können auch den Kreativen haben, ne, der jetzt sagt, warum muss alles hier so organisiert sein? So, wir fangen jetzt erstmal an und dann wird schon irgendwie sehen, ne, learning by doing. Ne? Und Sie können sagen, ja, okay, ich mache da mal eine Liste und guck mal, dass morgens abgeschlossen ist und abends. Und ich gehe mal ans Telefon, jetzt ihr redet ja alle gerade. Und dann haben Sie den Experten, ne, den Buchhalter, der natürlich auch so seinen Wert hat. Ne, wenn alle jetzt kardial kreativ sind, wäre auch nichts, ne, dann haben sie keine Buchhaltung, bei der nächsten Steuerprüfung kann das ja teuer werden. Aber der Experte kann Ihnen auch sagen, der gibt seine Verwaltungsschrift 920815 und demzufolge müssen wir alle Abwässer nach rechts ableiten, nicht nach links, ne, sonst kriegen wir einfach immer an. Deshalb sind die auch wertvoll, die geben Stabilität. Als Lover taugen die übrigens dann wieder nichts. Ne, das wird dann wieder ja. Und so ist es eben so, ne, dass also das Kreative, das Expressive auch zugleich so ein bisschen das Erotische ist. Ne? Und dummerweise das Schlaue auch das Langweilige ist. Ne? Es ist häufig so, die Dummbärte sind die großen Lover, ne, der Weltgeschichte. Guck sich mal die Filme an, ne? Wie sehen die aus, die großen Lover? Also töricht. Natürlich. Kennen Sie Roberto Blanco?
Ja. Aber das Ganze kann auch schief gehen. Sie können statt eines Machers auf einmal einen haben, der dekompensiert, der wird zum Soziopathen, der Tu-Alpha, der Tyrann, der alle kaputt macht. Aus dem Differenzierer wird ein Bedenkenträger, ein Blockierer. Ich weiß nicht, also ob jetzt alle da so mitgehen können, muss auch mal morgen nochmal im Vorsitz werden. Und aus dem Kreativen kann der Emotionalisierer werden, der alle auffetzt. Der ewige Rebelle, aber auch der maßlose Chaot. Alles hat sein Vor- und sein Nachsehen. Natürlich gibt es jene Sekretäre, die wir einst mal hatten in der Abteilung der Universität, die dann sagen, ich gebe das mal jetzt nicht so ganz schnell weiter. Da, ach, im Grunde, ja, das sollte ich umsetzen, dass dieser andere wusste jetzt gar nicht. Das war gar nicht klar. Und der Experte kann sehr schnell der Rigide werden, der verlangsamende Überplaner, ne? Der so lange plant, bis die Geschäftsidee von jemand anderem schon längst verwirklicht wurde. Deshalb haben Wandlungsphasen, also vegetative Funktionen, auch im Alltagsleben eine ganz, ganz hohe Bedeutung. Sie können ganze Gruppen danach machen. Und dann kommen Sie irgendwann, wenn Sie die soziopathische Version hier haben, dazu, dass Sie nur noch erschöpfende Konfliktmuster leben. Und dann muss irgendwie neu geordnet werden. Und man muss sich dann eben fragen, kommt das Symptom, weil einer zu viel Bedenken hatte, bis seine Gallenblase sich nicht mehr entleert, oder kommt das Symptom in den Atemwegen, weil die nie sagte, was sie wollte. Den anderen zuliebe. Ne? Oh, wie gut ist das I Ching, in dem steht, denn es ist nicht so, wie man wohl meinen möchte, steht darin, dass aus dem Weichen das Heitere entsteht. Aus dem Weichen entsteht stets das Traurige. Das Heitere aber entsteht nur aus dem Klaren. Wundervoll, ne? Also, wenn du klar bist, dann kann es heiter werden. Wenn du nicht klar bist, dann kommt ein Kompromiss, ja, den nächsten, und wie geht alles schief dann? Funktioniert nicht. Und so kann man das Selbstmanagement dieser Konstitutionen auch lernen. Und wir werden später auch ein bisschen über solche Selbstmanagement-Möglichkeiten reden. Denn ganz unten hier, da ist so eine Art Vorbefasstheit, mit der man dann in diesen sogenannten situativen Kontext eintritt. Also stellen Sie sich mal vor, Roberto Blanco, ich sage Ihnen, geht ins Saloon, ne, kommen alle zusammen, so ein bisschen Spaß und Zeit, trinken Sie alle. Kommt aber jemand mit einer anderen Funktion rein, zum Beispiel Clint Eastwood in den Saloon oder Bud Spencer, wissen Sie auch schon. Also jemand mit seiner Konstitution geht in einen situativen Kontext. Und diese situativen Kontexte, die werden wir gleich analysieren. Aber interessant ist, Sie gehen da rein und sind bereits vorgefasst. Also dass Bud Spencer sich hauen wird, steht schon lange fest, bevor er überhaupt einen kennengelernt hat. Ja, ist doch klar. Weiß doch auch jeder, ne? Und deshalb ist eben nicht das, was er sagt. Ja, der hat mich aber provoziert und der hat gesagt, du willst kein Whisky mit mir trinken, Fremde. Und was so alles an Literatur dann zitiert wird. Und das kommt sozusagen aus der Tiefe des Inneren. Und dadurch kann man es ändern. Wenn Sie also das Gefühl haben, dass Sie immer benachteiligt wurden im Leben, dass Sie nie richtig rauskamen, dass Sie immer den falschen Mann haben, dass Sie nie gewertschätzt wurden, dass Sie immer das A-Loch waren, dass Sie immer, dann könnte es sein, dass etwas in Ihrem Inneren Ihnen verbietet, gewisse Rollen anzunehmen und zu leben. Wir kennen also jetzt die funktionelle Anatomie des S, die die chinesische Medizin beschreibt. Aber was ist denn jetzt mit dem Oberstübchen? Dazu sagt es Jing, niemand kennt sich selbst. Nur aus den Folgen deines Handelns kannst du dich erkennen. Mit anderen Worten, wenn Sie über sich der nachdenken, sagt das I Ching, kommen Sie nicht zu dem Ergebnis, das wahr ist. Sondern wenn Sie über sich nachdenken, kommen Sie notwendigerweise zu einem Irrtum. Stimmt auch hirnphysiologisch. Wäre ein leichtes mit Ihnen ein Experiment hier zu machen. Vor 6 Jahren habe ich es einmal hier gemacht. Ja, Hermann Hesse sagt in der Schrift, dass Glasperlenspiele eigentlich auch nichts anderes als dass diese Glasperlen bedeutungslose intellektuelle Spielereien sind, aber dahinter ist das Leben, das Eigentliche. Diese Glasperlenspiele sind einfach nur
Rationalisierung innerer Vorgänge, die sehr, sehr weit reichen. Ich war ziemlich erschreckt, als ich das gelesen habe, weil ich auch immer dachte, nachher denken hilft was. Aber die Folgen meines Handelns zu analysieren, das fiel mir gar nicht so leicht, weil die auch nicht immer gut waren. Und dann habe ich doch gedacht, ja, ist ja moralinsauer, was das Buch sagt, aber ist auch gut. Aki, stimmt's auch. Ich sollte mal den Maßstab anführen, habe ich manches in meinem Leben zu verändern versucht. Und ich glaube, das war wichtig für mich. Ja, aber sozusagen in dem limbischen System, in dem Mittelstübchen, ne, da gibt es so eine Art Verhaltensprogramme. Da ist es nämlich, wo wir uns um Zugehörigkeiten, um Territorien, Hierarchien und Verteilung kümmern. Und so können Sie auch Gruppen analysieren, zum Beispiel ganze Abteilungen. Oder Konflikte, Sie können sagen, um worum geht es ja eigentlich? Geht es hier um Hierarchie, geht es um Territorium, geht es um Beuteverteilung oder geht es hier um Zugehörigkeit zu jemandem, zum Beispiel zu einem Partner? Und da haben wir noch mehr solcher Formeln und die können wir körperlich ablesen. Die situativen Kontexte, also was da jetzt passiert in der Kneipe, das hängt also von dem ab, der das Programm auslöst. Wenn Sie reingehen und sagen, und dann haben Sie einen Territorialkonflikt ausgelöst. Da kommt einer raus und sagt, Baker, diese Stadt ist zu klein für uns beide. Kennen Sie vielleicht diese Stadt, ne? Das ist einfach was ganz anderes, als wenn Sie in den Saloon kommen und sagen, das sind die besten Bohnen, Ma'am, die ich je gegessen habe. Den Satz kennen Sie auch, ne? Sie kennen John Wayne? Johann Weinert, unehelicher Sohn einer oberösterreichischen Schneiderin, der ganz, ganz nahe am Daoismus war. Denn er hat gesagt, a man must do what a man must do. Das ist ebenso unwiderlegbar wie richtig tiefsinnig, möchte ich gerade sagen. Nun, Sie gehen also mit dieser Vorbefasstheit in den Salon und dann passiert etwas nach einem bestimmten Film. Also die Bohnen oder was zu trinken oder was auf die Gosche. Und wenn Ihnen das eben immer passiert, das was zu trinken gibt, oder immer passiert das, was auf die Gosch steht. Dann gucken Sie mal, wie Sie da reinlaufen. Wie man in den Wald hereinruft, so schallt es heraus, sagt man sprichwörtlich. Und das hat was Körpersprachliches. Wer Ansprüche weckt, so berechtigt sie auch sein müssen, zu können, der wird immer Widerstände erleben. Nun, gleichzeitig wollen wir über diese Emotionen ein bisschen weiter nachdenken. Denn diese Emotionen sind ja nicht nur in einem Übergangsmodell zu denken, sondern sie sind ja auch in einem, wie hier, sondern sind auch vektorielle Größen. Sie können sie ja auch hier eintragen. Und weil diese Emotionen eben nicht Zorn sind, habe ich mal ein paar Dinge hier aufgeschrieben. Vielleicht ist man einfach nur wach, das ist ein bisschen initiativ, bereit sofort was zu unternehmen, ne? Aber auch einen Konflikt anzufangen oder was ist hier eigentlich los? Und dann, das heißt, je weiter Sie sich von dem Sollwert entfernen nach oben, desto quasi aggressiver wird man. Also in der Übersteigerung ist es auch mal Zorn. Aber es kann auch sein, dass Sie einfach nur die Initiative haben und den berühmten A hochkriegen. Ein Mangel davon könnte es auch geben. Ne, den 35-jährigen Hascher von nebenan. Immer lieb, tut kein was, kriegt aber den A nicht hoch. Verliert seine soziale Kompetenz, etwas zu leisten. Ne? Verliert alle Kompetenz. Es gibt ja Leute, die sagen, Haschisch wäre gar nicht ungesund. Na, stimmt nicht. Wir wissen schon lange, wer mehr als zweimal im Jahr hascht, erreicht bis 35 sein soziales Entwicklungsziel eher selten. Das weiß man schon lange. Ist nur unbequem, das zu sagen. Ja, oder dieses Freude kann also bis zum Gefühlsausbruch kommen, und zwar egal in welche Richtung. Oder der Kummer kann von Zuhören bis hin zum existenziellen Liebeskummer gehen. Sie kennen Liebeskummer? Nein? Doch, Sie kennen, ich habe es gesehen, Sie konnten ihn. Ja, habe ich gesehen. Und das wissen Sie vielleicht von dem großen Heidelberger Philosophen Leopold von Riesling. Gadamer hat immer gesagt, ich habe noch nie von jemandem so viel gelernt wie von Leopold von Riesling. Der sagte, Liebeskummer ist der Phantomschmerz der Seele. Ein Glied von dir ist abgetrennt
aber es schmerzt noch immer. Nein, ich wusste, Sie würden jetzt heulen, aber ich mache mal. Denn wenn Sie Liebeskummer haben, ne, hier vorne, das wäre Metall, dann müssen Sie dann irgendwann noch sagen, du hast mich verlassen. Ich habe eben wieder, haben Sie das gemerkt, wie der Ton weggedreht wurde von der Zensur? Du hast mich verlassen, du kannst mich mal. Und wenn Sie das könnten, wenn Sie da so ein bisschen jetzt den anderen Vektor auslesen würden, wäre es einfacher. Dann könnten Sie den Kummer überwinden. Das ist auch bei Trennung so und vor allem natürlich bei Trauer. Es gibt ein richtiges Trauermodell in der PTTCM, wie man Trauer überwindet. Und wie Sie sehen, sind das widersprüchliche Gefühle. Sie wollen hier die Harmonie, die Zusammengehörigkeit, die Treue, aber hier brauchen Sie die Autonomie, ja sogar den Zorn. Und beide Gefühle gehören zusammen, denn wenn Sie nach der Seite ausschlagen, dadurch, dass es ja eine Regulation gibt, muss das Pendel auch zur gleichen Zeit darüber gehen. Das heißt, Sie haben immer eine Emotion, die Sie kennen, und in der Regel eine zweite, entgegengesetzte, die wollen Sie nicht so ganz sehen. Man nennt das die Emotion im Schatten des Mondes. Schönes Wort, ne? Also die versteckten Emotionen. Also, haben Sie diese Gleichgewichte und damit eine vektorielle Balance. Und wenn Sie die nicht halten, geht es auch schief. Und das können Sie natürlich jetzt sozusagen machen in Form der verschiedenen Äußerungsformen. Ich sage das deshalb hier an, weil es eben nicht einmal Zorn und einmal Puma ist, sondern weil Sie vielleicht zum Zuhören auch einmal die Initiative gesellen müssen, damit Sie im Leben Erfolg haben. Sie müssen eigentlich immer auch das Gegenüber leben. Und das haben Sie auch in sich. Sie müssen es ja, denn Regulation bedeutet, dass die Fläche oberhalb der Kurve genauso groß ist wie die unterhalb der Kurve. Das Yang und das Yin müssen ausgeglichen sein. Also auch diese gegenläufigen Emotionspaare. Und das ist sehr interessant, das zu machen und in den Kursen für emotionales Selbstmanagement spielt das eine große Rolle. Es gibt deshalb vier Themen der Menschheit. Autonomie und Harmonie, Emotionalität und Rationalität. Und die haben 1000 Subthemen, die dazugehören. Fassen wir zusammen, Emotionen treten nie isoliert auf. Es gibt die Wasser-Feuer-Achse von Kontrolle und emotionalen Exzess, auf der viele leben. Wer Kokain nimmt zum Beispiel, ist meistens auf dieser Achse. Und die Holz-Metall-Achse von Autonomie und Bindung. Nur wer seine Familie zusammenhalten will, der braucht das. Und deshalb gibt es auch für jede dieser Konstitutionstypen ganz typische Gleichgewichtsprobleme, die wir eben mit Everybody's Darling schon kennengelernt haben. Das sind typische Konfliktmuster, die ergeben sich aus der unterschiedlichen Bautypologie des Menschen und natürlich aus dem Konflikttyp, in dem Sie jetzt gerade sind. Wenn Sie nämlich den Italian Lover vom Pulmonalen spielen lassen, dann wird nichts. Das wird nicht werden. Und wenn Sie den Buchhalter von der Maria Callas spielen, das wird auch nicht so gut. Und wenn Sie den Psychotherapeuten durch den Hepatiker machen lassen, das wird nichts werden. Deshalb sucht man sich in der Regel sogar seinen Beruf nach der Konstitution selber aus. Und in der Regel fragen wir auch ganz am Anfang mal irgendwann nach dem Beruf, weil wir das auch als einen wichtigen Hinweis sehen, auch wie jemand sozusagen gestrickt ist, wie sein Bauplan ist. Jetzt sehen Sie, wir können eine ganze Menge Dinge erkennen, aber das Wichtigste ist, dass wir uns mit der Heilung auseinandersetzen, die mehr als ein momentanes Gleichgewicht ist. Bisher haben wir uns damit beschäftigt, was fühlst du jetzt? Und was fühlst du auch, weißt es aber nicht. Und du musst es balancieren. Und deshalb ist es wichtig, einmal mehr über die Seele zu wissen. Ein Begriff, der im Hebräischen Nefesh heißt und der eigentlich Körper-Seele-Einheit heißt. Der wird dann Anima im Lateinischen, das Belebte, eigentlich die Belebte. Und Sie wissen vielleicht, dass Spiritus Sanctus der Odem des Lebens ist. Den Odem des Lebens hauchte er in sein Angesicht und der Mensch wurde zur lebendigen Seele.
Und das sind ganz grundsätzliche Gedanken, welche Begriffe wir hier haben. Luther hat diese beiden Begriffe als Seele eingedeutscht und er war sich beider Facetten dieser Begriffe, die auch unterschiedlich sind, bewusst. Denn eins ist klar, die Gesamtheit der Gefühlsregung als Psyche zu bezeichnen, das ist jetzt ein griechischer Gedanke. Und das vom Soma zu trennen und zu sagen, das eine steigt in den Himmel, das andere nicht, das ist griechisch und war am Anfang nicht enthalten in den Schriften. Deshalb ist es gut, wenn wir vielleicht im Christentum auch mal darüber nachdenken, wie war es gemeint. Und da Jesus eigentlich ja ein Jude war, können wir annehmen, dass die Körper-Seele-Einheit gemeint war, die zum Himmel steigt. Das finde ich zutiefst tröstlich und schön, dass diese Gedanken, Körper und Seele sind quasi untrennbar, dass das bis hin in die wichtigste Schrift unserer Kultur hinein immer wieder sichtbar wird über alle kulturellen Grenzen. Das versöhnt mich mit vielem, was ich an anderen Kontinenten auch nicht so schön finden kann. Nun, diese Körper-Seele-Einheit ist es, von der wir hier sprechen. Und die wurde nun im Spätmittelalter zum edlen Herz, zum guten Herz, also sozusagen als dem Gefühlsapparat mit einer guten Konnotation, mit einer Bewertung, ist nicht nur da, sondern ist auch prima so. Und das ist nun wieder das, was die innere Natur des Menschen darstellt in der Sprache der chinesischen Medizin und damit des I Ching. Denn es ist das, was sich da immer wieder selbst regulieren kann und deshalb immer wieder ausgeglichen sein wird, und deshalb immer wieder gut ist, weil alle diese Regungen mit mathematischer Präzision sowieso gut werden. Solange sie sich bewegen. Wenn also der Übergang nicht mehr da ist, weil es blockiert ist, das ist schwierig. Aber jeder wird wieder gut, wenn der Übergang gelöst wird. Denn die Kraft der Liebe ist größer, die Kraft des Zusammenhangs aller Dinge, könnte man noch sagen, ist größer als die Kraft des Hasses, des Nicht-Zusammenhangs. Und die Kraft des Hasses, die hat man eben in den großen Menschheitsverbrechen, in der Bibel ist das Kain und Abel oder die Kreuzigung, in dem Neid eine Rolle spielen. Nun, Gorillas und Menschen, Stichlinge und Kurzer-Dackel können neidisch sein und sind deshalb auch zu jedem Verbrechen fähig. Deshalb hat man gesagt, Gott alleine hat das mit der Liebe und das müsste ihm nachmachen, das muss ein Abbild seiner Liebe sein. Da meint man aber auch, dass alles zusammengehört, was gemeinsam regiert wird durch den Heiligen Geist. Also im Grunde eine ganz verwandte Lehre. Vielleicht, wenn wir es in eine Karikatur zeichnen wollten, würden wir so einen Teller zeichnen, das ist die Erde, und oben drüber stehen so Sterne, die gehen dann so rum, ne? Und das ist das chinesische Weltbild. Und die Alten sagen, das Gesetz des Himmels regiert ja die Menschen, dieser Kreis. Aber das christliche, traditionelle Weltbild ist, dass jetzt über diesem Sternzelt ja noch einer drüber hockt, der Chef. Ne? Und der hat drüber, und das hat er auch gesagt, der Schiller, in der europäischen, wenn ich sagen dazu, einmal in der europäischen Hymne, über diesem Sternzelt muss ein gütiger Vater wohnen. Ne? Und sie können daran glauben, das heißt, sie vertrauen darauf, dass es so ist. Darum heißt es Glauben, das heißt ja Vertrauen und nicht etwa Wissen. Ich vertraue darauf, dass es, ich glaube das eben. Das finde ich fair, es so zu nennen. Und was den Chinesen jetzt sozusagen einfach fehlt bei diesen vielen Parallelen, das ist, dass über diesen Stern eben noch was ist. Bei den Chinesen ist es die allgemeine Ordnungskraft, die konstellierende Kraft Shen, wir würden sagen, der Heilige Geist fügt das halt zusammen. Das ist jetzt nicht nur Wortklauberei, da gibt es einen echten Unterschied, denn mit Gott können sie reden und mit den Sternen nicht. Merke wohl. Der Hindukusch ist die Wasserscheide der Religionen. Auf der einen Seite glaubt man an einen Gott, und zwar einen. Und auf der anderen Seite glaubt man, dass es immer alles so weitergeht und immer so weitergegangen wäre. Und das ist der große Unterschied. Das können wir doch mal hinnehmen. Das ist doch tolerabel, wenn die vielen Werte, die daraus kommen, doch nützlich zu sein scheinen. Und das ist dann die reine Seele. Die innere Natur, dieses schöne Herz, ist eigentlich gut. Sie wird aber durch den Kontakt mit dem Irdischen verändert. Ja, mit dem Bioprogramm. Es geht ums Fressen, es geht um die Zugehörigkeit, um Territorien. Das ist das, woraus es ankommt. Und das ist das Gesetz des Fleisches. Oh. Ja, so steht es da drin. Sag's ja nur. Und das ist ziemlich analog dem Hirnbau. Also eigentlich ist das total aktuell. Ja, Freud hätte vielleicht auch mal. Das muss jetzt wieder aus dem Programm schreiben. Entschuldigung.
Nein, es ist ganz hirnphysiologisch gemeint. Und ich glaube, ganz einfach und ganz natürlich und als es stimmt. Aber warum ist es gut? Weil es immer wieder diese Heilkraft gibt, dieses Sollwerts. Indem es diesen Sollwert gibt, ändert sich alles immer wieder in die Ausgeglichenheit. Solange es sich nur drehen mag, geht es wieder in diese Ausgeglichenheit zurück. Und das ist wundervoll. Aber Sie wissen, das war ja eigentlich eine Kreisbewegung, die sich hier gedreht hat. Wissen Sie es noch? Und deshalb, wenn Sie es von der Seite sehen, hat ja der Ist-Wert, was hier hoch und runter geht, im Grunde nie den Soll-Wert erreicht. Wenn Sie es von der Seite sehen, stimmt es ja gar nicht. Blöde Geschichte. Mathe ist doch doof. Und das bedeutet, dass Sie eigentlich das, worauf es wirklich ankommt, was die Welt im Innersten zusammenhält, was des Pudels Kern ist, dass sie das nie direkt sehen können. Das ist die Essentia Quintana, die die Griechen gesucht haben. Außen vier Pole, in der Mitte die Achse. Das wäre die Essenz, die alles zusammenhielte. Ein mathematischer, gedachter Begriff. Und bei Laozi heißt es, 32 Speichen hat das Rad, doch das Nichts in der Mitte bewirkt des Rades Brauchbarkeit. Auch hier wieder ein ganz gutes und genaues technisches Bild, das keineswegs einer übertriebenen, weltfernen Beurteilung bedarf. Wenn ich also jetzt die Summe aus dem Guten, aus dem Schlechten, aus dem Yang, aus dem Yin, aus dem zu viel, aus dem zu wenig nehme, dann ist die Summe davon der Weg, den der Ist-Wert tatsächlich beschrieben hat. Diese Spirale dreht sich in der Summe genau in diese eine Richtung. Und deshalb ist das schon vorbestimmt, wo ihr Leben hingeht, nach dieser Theorie. Indem die Art, wie sie diese Dinge empfinden, also ihre Seinserfahrung, wie ihre Gefühle sind, was alles durchdringt, aus dem Tiefen des Es heraus, das alles zusammen ist in der Summe eine Richtung. Und das wäre sozusagen technisch betrachtet Dao der Weg. Und eigentlich, wenn man sagt, also Weg ist das Ziel, verstehen ja auch vieles falsch. Sagen, ah ja, wir dünnen rum, lass uns den Bauchraum raten, weil es kein Ziel gibt. Der Weg ist denn das falsch? Es gibt ein Ziel. Es gibt ein Ziel, nämlich diese Linie einzuhalten. Und die könnt ihr nur einhalten, indem sie sie fühlen. Denn erreichen tun sie sie ja nie. Das ist das große Geheimnis der Chinesen. Erreichen tust du sie nicht. Du kannst sie nur fühlen. Und deshalb ist Heilung ein Weg, weil es immer wieder diese Kreisform ermöglicht, dass diese Achse sich dreht. Und deshalb habe ich den Titel gewählt, Heilung als Weg. Indem wir das Symptom und die Emotion ausgleichen, auf einmal wird die innere Achse fühlbar und der eigene innere Lebensweg. Und die Menschen werden kongruent. Das ist eine andere Art von Heilung. Ich bevorzuge die an vielen Stellen, nicht an allen Stellen. Wo der Blinddarm raus muss, muss er raus. Aber es ist wichtig, dass wir das wissen. Das ist zutiefst humanistisch und widerspricht dem Christentum nicht. Das einfach noch ein bisschen weitergeht. Die Summe dieser Erfahrung ist also da. Und jetzt kommt das Tolle. Wenn Sie diese Grundbedürfnisse, die aus diesen Emotionen entstehen, diese Grundbedürfnisse, wenn Sie die erfüllen und wenn die ausgeglichen sind, dann läuft alles rund in Ihrem Leben. Ganz heil. Und deshalb gibt es eine Emotionsbilanz. Ein Wort, das wir erfunden haben, um zu sagen, in diesem technischen Modell müssen diese Vektoren gleich sein, diese Vorstellung, muss es eine Ausgeglichenheit geben. Und wenn die nicht in Ordnung ist, dann werden sie krank. Und dann machen sie diese komischen Verhaltensmuster, weil sie machen, sie müssen noch mehr Chef sein oder sie müssen noch mehr zuhören. Weil sie denken, das fehlt ihnen was, fehlt ihnen aber gar nicht. Sondern das Gleichgewicht stimmt nicht. Und das macht Freude, es zu tun. Die Frage ist, wie man das erreicht. Und natürlich erreicht man das durch die richtige Diagnose in diesem Sinn gestellt, westlich abgesichert und gut durchgeführte Therapie. Aber Sie können auch die
Tiefe der eigenen Heilkraft selber spüren, weil es ja die Heilkraft aus dieser Seele, aus diesem vegetativ-emotionalen Gesamtkomplex, aus dieser Körper-Seele-Einheit ist. Deshalb haben Sie die immer dabei. Wie ein Ratgeber eigentlich, die Sie fragen könnten. Sie müssten nur einen Zugang dazu finden. Und dieser Zugang, den möchte ich Ihnen heute mindestens einmal wie eine Rübe vor die Nase halten, wie eine Möhre, die man einem Hund, einem Kaninchen oder was weiß ich, die Leberwurst, die man dem Hund vorhält, damit er einen Schlitten zieht. Und deshalb möchte ich Ihnen für diese chinesische Übungspraxis des Qigong ein bisschen eine Erfahrung mitgeben, die viele von Ihnen schon haben. Fünf dieser Anwendungsgebiete haben wir schon ein bisschen erforscht. Wir haben nämlich geschafft, für diese Übung auch Placebo-Übungen zu entwickeln, die keine Wirkung haben, war gar nicht leicht, und können jetzt kontrollierte Studien machen darüber. Ich will Ihnen das mal zeigen, so ein Placebo-Qigong. Vielleicht halten Sie alle mal Ihre Hand so hin. Können Sie das mal ganz so. Das passiert jetzt, wie Sie merken, eigentlich gar nichts. Sie haben einfach Ihre Hand. Und wenn Sie nicht besonders denken. Jetzt zeige ich Ihnen mal, wie das aussieht. Hier musste irgendwo so ein Pfeil laufen. Ne? War noch nicht. Ne? Aha. Vermutlich liegt es hier an diesem Vogel. Der hier eigentlich muss das mal auf das Risiko hin. Oh oh. Peter, was hast du denn gegeben? Wie geht das? Ja, müsste jetzt da angehen, ne? Wohin ging es? Hier mit? Ja. Also nicht damit, sondern mit dem Cursor. Denn der Cursor erscheint eben nicht mehr. Ja, das hat nur gebraucht. Ne? Es hat nur gebraucht, das ist alles. Bill Gates verdient sein Geld und berechtigt. So, jetzt macht es aber nicht. Ne? Also nochmal. Wo ist er jetzt? Da ist er. Jetzt kommt er wieder. So. Und jetzt passiert gar nichts. Das ist eine Thermografie. Das heißt, Sie sehen hier blau kalt, da oben, wo Sie das Fieber messen, ist es rot, da sehen Sie ein bisschen durchscheinen. Wollen Sie es nochmal angucken? Oh, Thermografie. Ist wieder weg, der Cursor? Da ist er. So, gucken Sie es nochmal an, passiert gar nichts. So, wollen Sie mal wissen, wie was passiert? Machen Sie es nochmal. Nehmen Sie mal die Hände so, aber wie einen Bogen, als wenn Sie jemanden küssen wollen. Wenn ich mich jetzt ziehe, dann auf. Geht es noch weiter hin. So, jetzt machen Sie mal die Augen zu. Und stellen Sie sich einfach mal einen Ball zwischen den Händen vor. Aber nicht irgendeinen Ball, sondern einen Ball aus weißem Reispapier. Augen zu machen, ganz zu machen. Jetzt nicht zerdrücken. Geht ganz schnell kaputt, wird sich ganz fusselige Papier. Aber auch nicht fallen lassen. Viele von Ihnen merken, jetzt fängt es an, in den Händen zu kribbeln. Und zwischen den Händen gibt es ein Gefühl. Und dieses Gefühl nennt die Chinesen Qi. Wolke, Energie, Funktionskraft, ungekochter Reis. Also alles Mögliche, was es sein könnte. Und dieses etwas schwer zu lokalisierende Gefühl, dieses Qi, das kann man lenken. So, wenn Sie das jetzt machen, jetzt mache ich das bei dem echten Qigong. Oh. Sehen Sie, das ist das, was mit dem Kribbeln passiert. Sehen Sie das? Jetzt verändert sich die Körpersteuerung und die Finger, die ganz, ganz viele Nervenfasern enthalten, bekommen jetzt was anderes. Das ist immer ein Gefühl, Leute. Das ist eine funktionelle, vegetative Veränderung. Sie hat unglaubliche Wirkung. Denn Sie können das nicht nur zwischen den Händen machen, sondern überall im Körper, wo jetzt diese Körper- und Leibesinseln sitzen. Und deshalb können Sie damit Funktionen verändern. Sie müssen das aber immer wieder machen, weil das wie ein Pavlovscher Reflex wird. Wir haben das ursprünglich gemacht, um flötenspielenden Kindern das Vorspielen zu erleichtern. Die hat mal kalte Finger und da hat eine Doktorandin von mir, die hat gesagt, ich probiere das aus, ich mache mit denen wochenlang Qigong. Und später bekamen die immer warme Finger. Und später, sogar ohne Übung, wenn sie nur die Flöte gesehen haben, haben sie warme Finger. Das ist wie der Pavlovsche Hund.
Und deshalb können Sie einen Stress auslösen. Oh Gott, die Flöte, das Vorspiel. Können Sie jetzt umkonditionieren. Wow, die Flöte, das Vorspiel. Sehen Sie, wie viele von Ihnen haben Stress, wenn das Telefon klingelt? Sie könnten das eigentlich umkonditionieren. Das ist neurologisch betrachtet einfach. Sie müssen es aber nur wiederholen. Wenn Sie, ich habe es kapiert, ich weiß es jetzt. Nein! Sie Klavier spielen, da heißt es auch nicht, dass Sie kapiert haben, welche Noten das sind. Sie müssen das in den Körper kriegen. Und wir haben das nicht nur bei Flötenspielern gemacht, sondern auch bei Burnout. Und da haben Sie hier auf der einen Seite, ich nehme an, dass es jetzt hier doch geht noch, hier haben Sie die Gruppe, die es Qigong gemacht hat, weiter 12 Stunden gearbeitet, Physiotherapeuten in Braga. Und hier haben Sie die Gruppe, die kein Qigong gemacht hat, die wurde immer schlechter. Und dann haben Sie das Symptom der Depersonalisierung, nicht nur der emotionalen Erschöpfung. Das bedeutet, ich komme nach Hause und fühle mich wie ein Roboter. Und alle, die vorher mit mir gearbeitet haben, die habe ich als Mitroboter empfunden. Das ist Depersonalisierung. Arbeiten Sie mal mit denen in der Pflege. Geht nicht. Das Therapeuten. Überall da, wo es auf diese zur Liebe unbedingt notwendige Heilkraft, die aus einer Zuwendung, aus Barmherzigkeit, aus Misericordia entsteht. Überall, wo das möglich ist, geht natürlich nicht, wenn Sie so depersonalisiert sind. Sie kennen das vielleicht von dem Arzt, der so technisch wie ein Apparatschick ist, weil er einfach nicht mehr kann. Das macht er nicht aus bösem Willen, der kann nicht mehr. Machen Sie mal 36 Stunden auf Ambulanz. So Gott sei Dank verboten. Aber Sie können das auch anwenden mit etwas anderen Übungen, wenn Sie 12- bis 14-jährige Schüler haben, das haben wir ja auch gemacht, da haben wir das Placebo-Qigong zum ersten Mal richtig getestet. Und Sie lassen die bestimmte Übung machen und sagen, es sind wirklich nur 5 Minuten am Tag. Und danach können die Aufmerksamkeitsspannen besser halten, viel besser als Kontrollgruppen. Das ist das sogenannte schwierige Alter, Knaben zwischen 12 und 14. Die sind nicht so einfach in der Schule zu halten. Aber die können sich dann besser konzentrieren. Oder wenn Sie die Routineaufgaben lösen lassen, werden die auch besser, übrigens ein Drittel. 25% längere Aufmerksamkeit, ein Drittel der Routineaufgaben. Und zwar nach 4 Wochen. 2-mal am Ende des Sportunterrichts wird das durchgeführt. Jeder Schüler darf es zu Hause so oft machen, wie er will. Er wird nach einem Tagebuch gefragt, ob er es gemacht hat. Nach 4 Wochen sind die aber besser drauf und fühlen sich auch besser. Sogar Ängste haben wir damit behandelt und haben sie nicht nur psychometrisch gemessen. Hier sehen Sie, wie das Persönlichkeitsmerkmal sogar der Angst, der Ängstlichkeit absinkt und natürlich sogar der Zustand der Angst wird natürlich viel schneller positiv. Das soll vielleicht andersrum sein. Das heißt, Ängste, hier gemessen, ich glaube 70 Lehrern, die ein enorm hohes Angstpotenzial haben, Lehrer, das habe ich vor der Studie gar nicht so wahrgenommen, haben sehr viel Angst. Vor den Eltern, vor den Schülern, vor sich selber, das immer ausrasten. Das ist wirklich ein Feld, wo man was machen kann. Und warum nicht solche Übungen machen? Es gibt Leute, die sagen, Lehrer sind auch Menschen, ja? Wirklich. Es gibt aber noch Leute, ne? Also, das ist alles ganz sauber gemacht, mit Kontrolle. Wir können sogar mit der Herzfrequenzvariabilitätsmessung deren Nervensystem ausmessen und kommen darauf, dass der Parasympathikotonus mit der Angst fällt. Sie kriegen dann hochnormale, aber keine hochpathologischen Angstwerte mehr. Ja, aber das Wichtigste, was wir im Moment verfolgen, ist eine neue Idee, weil das läuft schon so toll. Eine Studie, die ich gar nicht mitgekriegt habe, dass meine Studenten die gemacht haben, ich glaube, ich hätte ihnen auch abgeraten davon, ist, wie nimmt man ab? Ich war eigentlich nicht so sehr dafür. Aber im Grunde, ja, erstmal esse ich gerne und dann habe ich auch keine Lust auf Diät. Aber ich muss sagen, es hat ja auch manches für sich. Und wie ist das bei Ihnen eigentlich? Essen Sie, weil Sie Hunger haben? Oder weil sie Gefühle haben, die sie dann irgendwie besser befriedigen können? Oder weil sie das den Hieber haben? Oder um Stress zu kompensieren? Wenn sie hier besser Stress kompensieren und besser Emotionen kompensieren, ist eigentlich auch klar, dass sie
es leichter haben, die Diät einzuhalten. Deshalb haben wir eine Gruppe genommen, die dieses Währungsübung gemacht hat, eine Placebo-Gruppe und eine, die nur eine Diätberatung bekommen hat. Hier sehen Sie, wie das Gewicht sich verändert hat in Prozent. Ne? Das ist die mit dem richtigen Qigong. Placebo ist vorhanden, aber und nur die Diätberatung hat die Hälfte abgenommen. Das heißt, sie nehmen, sag ich mal, Cumbranosales doppelt so gut ab, weil sie besser einhalten können, wenn sie Qigong machen. Aber eben ein ganz spezielles, das dafür entwickelt wurde. Es dauert ein bisschen länger, so genug. Die Fettmasse, ähnliche Ergebnisse. Der Body Mass Index, ähnliche Ergebnisse. Den Hüftumfang, ähnliche Ergebnisse. Der Bauchumfang, genauso. Ja? Geht alles runter. Und jetzt kommt das dicke Ende. Die haben sich nicht schlechter gefühlt, sondern die haben sich körperlich trotz der Diät viel besser gefühlt. Hier um 33%, das Drittel besser sich fühlen. Also wenn die Diät war, fühle ich mich besser dabei, habe ich eigentlich nichts dagegen. Bei mir war das Problem, ich hatte keinen Bock darauf, weil ich gerne esse und fühlte mich schlechter, wenn ich das nicht darf. Aber die neue Diät, die wir haben, ist ja, darfst du viel essen, wie du willst. Das finde ich natürlich super. Ja, mein Hund und ich haben so ähnliche kulturelle Interessen. Und das kann man dann unterstützen durch Akupunktur, gerade gegen Heißhunger, durch Pharmakotherapie, durch diese ganzen Maßnahmen, die wir da haben. Mit anderen Worten, Sie können verschiedene Dinge machen und die will ich heute zusammenfassen hier unter diesem Bild. Das ist das, was Sie durch die Integration chinesischer Medizin richtig gemacht erreichen. Das erste ist, Sie können körperliche Symptome wie Arthrose, Schmerzen, Bauchweh, alles mögliche, Migräne, reflexologisch heilen und das bedeutet, dass es sofort besser wird. Ich mache es auch gerne vor, nach dem Vortrag wird es einer bauen. Das zweite ist, Sie können die Emotionen am Symptom erkennen und das Unterbewusste an der Stelle quasi lesen. Sie können lesen, welche Emotion gehört zu dem Symptom überhaupt. Das ist fantastisch. Sie können auch die versteckten Emotionen im Schatten des Mondes erkennen, leben, bewältigen. Sie können die sozialen Verhaltensstrategien besser erkennen, verstehen und durch Eigenkompetenz verbessern. Zum Beispiel, weil Sie mit dem Qigong die emotionalen Defizite relativieren und dann auch zu einer anderen Einsicht kommen, leichter und ohne Vergewaltigung. Sie können die intuitive Intelligenz nutzbar machen. Indem Sie nämlich diese vier Vektoren ausgleichen, können Sie das wieder spüren. Und aus dieser tiefen Lage heraus, so sagt das I Ching, macht man keine Fehler. Hingegen sind Sie emotional, ist die Intuition weg. Wer also meint, er ist sehr emotional und kreativ, ist meistens doch nicht so intuitiv, er hofft es. Wir können aber auch diesen eingeborenen Lebensweg darauf spürbar machen und das eigene Leben damit authentischer leben. Und wir können Lifestyle-Changes erreichen, zum Beispiel indem wir selbstbestimmtes Essen erreichen und nicht von Emotionen diktiert aus der Tiefe des Unterbewusstseins, vergewaltigt zum Heißhunger. Das ist unwürdig und das würde ich heute auch niemandem mehr raten. Nun, das sind Möglichkeiten, die ich Ihnen heute nannte. Darum der Titel Heilung als Weg. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus